So, ein neuer Tag. Genie, bist du noch da? Quatsch. Genie, bist du noch da? Scheinbar nicht gerade. Was ist denn das Problem hier? Wieder Hitze, Hitze, Hitze. Essen und trinken. Was ist hier im Feuer los? Es muss nicht vor sich hinglühen, wenn hier nichts los ist. Aber jetzt habe ich die Faxen so dermaßen dick. Scheiße mal raus hier. Geht schon nichts mehr. Das braucht keiner. Essen gehört da oben rein. Heilung. Das da, da können wir auch nochmal Fett trinken herstellen. Irgendwelche wichtigen Ereignisse, die du... Ja, pass auf, ich sortiere jetzt den Kühlschrank. Kannst. Unten in den Kühlschrank mache ich Trinken rein, oben mache ich Essen rein, damit wir mal so ein bisschen zu Potte kommen. Und deine Axt ist fertig, deine Iron Pickaxe, die tue ich dir oben in die Holzkiste über den Kühlschrank. Sehr cool. Genie, kommst du mal kurz her, dann werfe ich dir mal ein paar Pfeile zu. Jawohl. Nimm die mal, die sind aus Eisen. Vielen Dank, ich würde dich bitten, dass du mal ganz kurz eine Nachricht liest. Nein, wir cheaten nicht. Meinem Sohn geht's nicht gut. Das habe ich kurz mitgeteilt. Alles klar, habe ich gelesen. Alles klar, habe ich gelesen. Hier ist auch was in der Nähe. Irgendwas. Ich habe es röcheln gehört. Wanderhorde. Wanderhorde. Wir bleiben mal hier drin. Füll mal dein Essen und Trinken auf. Lass die mal da ruhig draußen sterben. Flipka88, danke für dein Follow. Dankeschön. Wir sind bei denen, die versuchen zu überleben.
Das auch noch essen. Und Knochen. Wo hast denn du die Axt hin? In der Kiste über dem Kühlschrank. Danke. Ah, da ist die Leiche. So, ich versuche noch. Ich habe meine Spikes verbaut. Hast du noch Spikes? Ich noch. Ich hätte noch 7 Spikes. Ja, immer her damit. 7 Stück. Ich droppe. Liegt. Danke. Der Boden unten im Haus, war der komplett gemacht? Das weiß ich nicht. Kannst du mal nachgucken gehen zur Not, dass du ihn unten nochmal verstärkst mit Holz, dass der nicht spawnfähig ist? Uah, scheiße! Samantha, Achtung, eine Schreierin von Westen. Im Haus bleiben, nicht bewegen. Lass die verrecken. Lass die verrecken in den Spikes. Da kommt eine zweite aus Nordwest. Es kommt noch eine. Ich bin jetzt auch im Haus. Wir warten einfach, bis sie tot ist. Die soll ruhig in die Spikes laufen. Die kann uns mal. Ich hab die... ich hab hier die Woodframes weggenommen. Achtung. Ja. Ja. Alles gut. Sieht aus, als ob der Boden schon mal bearbeitet wurde, oder? Nee, doch nicht. Alles gleich, ich seh's. Ja, ja. Muss einmal aufgerüstet werden. Ja. Einmal aufrüsten, dann ist er nicht mehr spawnfähig. Red Moon, die Brücke. Hm? Hast du noch Holz? Ja, ein bisschen. Willst du haben? Ja, oder du machst den Boden. Das ist mir egal. Okay, wenn du rausgehst und die Schreierin lootest. Na, ich geb dir was. Ich werf dir was runter. Warte. Ich werf dir was runter. Liegt. Ich gehe raus und check mal die Lage. Alles klar. Schreierin. Im Arsch die Räuber. Platt.
Okay, wieder mal nix. Ich habe kein Holz mehr, ich habe keine Spikes mehr. Ich habe auch nichts mehr. Dann sollten wir jetzt Holz holen gehen, relativ flott. So, der Boden ist fertig, den müssen wir gerade noch hochbauen und dann komme ich. Okay. Dein Essen und Trinken ist voll, dann können wir nämlich hoch und Holz hacken. Es ist schon spät. Hier, schau mal kurz, der Aufgang hoch zum Dach. Da sind die unteren beiden Leiterteile weggeschlagen worden von mir. Ich habe einen Frame hingesetzt. Das heißt, der Sinn ist, auf den Frame stellen, hochspringen und dann kannst du die Leiter hoch. Der Letzte, der die Leiter hochgeht, zieht unten den Frame weg. Dann können die Zombies nicht die Leiter hochklettern. Ja, okay, alles klar. Da liegt was auf dem Boden. Ja, habe ich fallen lassen. Scheiß drauf. Auf, ja, gut, lass uns Holz holen. Und immer die Tür zu machen. So, wo gehen wir hin? Wieder da drüben im Wald? Lass uns da hoch zum Schnee gehen. Süd-Südwest. Süd-Südwest. Ja, gut. Da ist ein Rucksack. Schon gelootet. Na ja, klar. Da bleiben wir aber mal möglichst nah aneinander. Ja, wie gehabt. Na, ist klar, dass der gelootet war. Okay. Der ging. Das Nest ist gelootet, den Baum schnappt sich Genie, dann ist der meiner. Und gleich Spikes dann in Auftrag geben. Wir knallen richtig alles mit Spikes zu. Jawohl. Diesmal werden wir es packen. Zombie von oben, den schnapp ich mir. Das sind mehrere. Horde, Horde. Lass uns Richtung Ost-Südost gehen. Hier. Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Sind aber, glaube ich, nur drei. Reicht das noch vom Abstand für den Baum? Ja, ja, passt. Ist auch einer unten am Berg. Ja, alles kein Problem. Pass nur auf, dass du nicht vom Baum erwischt wirst. Kann der Baum nicht erschlagen? Bei uns schon. Oh, die Drecksau. Achtung, Zombies! Vorsicht! Deckung! Rückzug oder drauf? Wie viele sind das? Mit Abstand! Oh, fuck, fuck, fuck! Fuck! Ein Schneezombie, das ist nicht gut. Schneezombie ist nicht gut, nicht in der Schräge kämpfen.
Rückzug zum Haus! Rückzug zum Haus! Ja, dann lass uns hier runterholen. Ja, ja, eben. Hier unten in der Wüste, dass wir ein bisschen gerade Fläche haben zum Kämpfen. Hier ist gut. Lass uns hier kämpfen. Hier, wo du bist. Hier. Hier ist super. Feuchte Hände. Der Schneezombie kommt. Ich zähle 6, 7. 7. Oh, ist der schnell. Vorbei, ich bin so ein Kacknoob. Fall doch tot um, du Arsch. Jetzt hab ich dich. Das sind ja zwei. Okay, lass uns mal noch ein Stück vom Haus weiter. Schießt die ganze Zeit auf den Falschen oder was? Ich habe eine Schreierin gehört, meine ich. Wenn da echt eine Schreierin ist, hauen wir sofort ab. Zurück zum Haus. Zurück zum Haus. Lass uns zum Haus gehen. Wir sind hier im Haus viel sicherer und wir brauchen gar nicht kämpfen. Ja, die haben wir echt gut hier runtergezogen. Also, guck mal, wie weit das ist. Ich sehe aber noch keine Schreierin. Zu haben. Ich bin mir nicht sicher. Ah, okay. Hinter dir ist noch einer. Zwei. Zwei sind hinter dir. Die kommen recht nah. Das war eng. Hallo, wieder da. Hi. Hi. Alles gut bei euch? Ich habe gesehen, es gab einen Toten. Was war los? Wo ist der Rest? Warum bist du alleine? Wo ist der andere? Wo ist Chris? Der Chris müsste jetzt eigentlich gleich kommen. Hast du Holz dabei? Wir brauchen Holz, wir brauchen Spikes. Der,
Ich hab nicht viel Holz dabei, kann aber nochmal was holen gehen. Dann pass aber vor Schreiern auf, die kommen jetzt aktiv. Ja, das haben wir gemerkt. Wir waren an so einem Hotel, wo wohl einer wohnt. Und der hat dann halt den anderen Perero getötet. Ja, okay. Dann mussten wir auch in dem Hotel übernachten. Okay. Ja, kannst du noch mal mit Chris Holz holen? Das wäre extrem wichtig, dass wir viel, viel Holz haben. Wir haben jetzt Hordentag. Genie, ich leg noch mal neue Spikes aus, soweit ich hab. Asrak, ich hab noch 10 Spikes. Das ist die eiserne Reserve, die habe ich gerade gecraftet. Ich weiß nicht, wie weit die schon sind, warte, ich gucke. Wir sind nicht gestorben. WB, wir brauchen jede Menge Holz. Wir brauchen jede Menge Holz für Spikes. Du siehst ja, was wir hier veranstalten. Ich hab ein bisschen Holz dabei. Wo bist du, Asrak? Hier, komm mal her. Ich bin da. Aua, haust mich ja, was ist denn das? Das war keine Absicht. Pass auf, einer von uns ist gestorben. Wir konnten aber aufs Dach und auf seine Kisten zugreifen. Und wir haben Folgendes gefunden. Ich hoffe, dein Inventar ist leer. Liegt vor deinen Füßen. Geil. Nailgun, sehr schön. Es war leider dann wirklich ein Duell Pfeil gegen Bogen. Hallo, Chini? Guck mal, eine Nailgun. Ja. Geil. Boah, wie geil. Sehr ja. Schön. Bringt ja, uns aber, glaube ich, jetzt auch nicht mehr viel. Ne? Ja, wir haben Fackeln gemacht, wir legen Spikes aus. Wir brauchen Holz, wir brauchen Spikes. Das ist das, was wir brauchen. Und der Hordentag beginnt in Kürze. Wer noch Spikes hat, bitte mir geben, dann mache ich hier noch die Reihe fertig. Ja, Asrak, ich mache nur eine kurze Tour around the house und dann bin ich schon bei uns damit. Es kommen vermehrt Schreier, also aufpassen. Ich gehe nochmal hoch. Ich gehe nochmal hoch Holz holen. Ich gehe noch hoch Holz holen. Bleib hier. Ja, ich komm. Was los? Dann setze ich die Spikes einfach hin, wo ich denke. Hier links, an die linke Seite, da ist eine Lücke. Siehst du sie? Einfach. Linke Seite, hier ist die Lücke. Jawohl. Hier. Mut zur Lücke. Hier. Ich bin rechtzeitig zurück, ich hol mal Holz. Lücke. So, Archery brauchen wir. Jetzt, ja, ich kapier. Dafür reicht es. Aber ist okay. Fuck. Schreierin! Wir haben eine Schreierin. Achtung, Schreierin! Schreierin! Wo? Richtung Süd-Südwest ist eine. Ich kann sie nicht sehen. Sie ist hinter dem Hügel. Aber ich habe sie sehr deutlich gehört. Sie ist auch nicht. Die ist hinter dem Hügel. Das heißt, in der Richtung können wir kein Holz holen. Dann wieder zurück zu dem grünen Biom. Da müssen wir noch Holz kriegen. Obwohl es jetzt schon langsam richtig spät dafür ist, ne? Ja, also kürzer. Ich kann noch 29 normale Woodspikes machen. Und ich gehe jetzt schnell Holz holen. Sieh aber zu, dass du 18 Uhr wieder hier bist. Ja, du war der das gute Werkzeug machen. Ja, leider. Jo. Ich komm mit dir, ich geb dir Begleitschutz. Chris, du ziehst einen Zombie hinter dir her, so ein Wackelkandidat.
Ein Rucksack, ungeöffnet. Nice. Kann es sein, dass eine Schreierin hier bei uns ist, in der Nähe? Habt ihr was gehört? Ich hab nichts gehört. Nee. Komm, wir kloppen jetzt Holz so schnell wie möglich. Dann gehen wir zurück, machen Spikes und dann bunkern wir uns. Ich hab schon Paranoia. Stell zwischenzeitlich schon Spikes her, wenn's geht. Ja, ja, mach ich. Die dauern Ewigkeiten. Genau deswegen. Ja, es geht aufs Ende zu. Da wird mir langsam ein bisschen fuddelig. Ja! Alter Schwede. Scheiß Baum. Hab ich da jetzt nicht noch in der letzten Sekunde von einem Kackbaum erschlagen lassen? Hinten ist irgendwo ein Zombie. Ja, pass bloß auf, nicht auf der letzten Sekunde jetzt noch draufgehen. Ja, bei mir sind zwei, die kämpfe ich gerade. Vorsicht, geht nicht in den Nahkampf. Uhr. Schon gesehen, Sago, alles klar. Da kommt noch einer. 18 Uhr, wir müssen heim. Leute, es ist 18 Uhr, wir müssen langsam zurück. Jupp, 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 sofort Holz noch mitnehmen. Manchmal die Kollisionsabfrage von den Bäumen ist scheiße. Oh, meine Ausdauer ist im Keller.
Na komm schon. Lauf, Forrest! Lauf! Ach, Laufen ist nicht gerade meine Spezialität hier. Ah, geplündert. Oh, da ist noch einer. Auch schon leer. Was wird das denn? Ist noch alles in Produktion, aber es dauert noch. So, alle rein ins Haus, wenn es geht. Ich versiegel jetzt die Frontrampe. Oder will noch einer draußen was machen? Ja, ich habe noch Spikes, die stelle ja, ich ja, natürlich gerne nicht. Auf alle, gar keinen Fall, mach die Bude dicht, bitte. Ich mache nochmal gerade schnell, weil wir haben ja sonst eigentlich nichts. Der krepiert jetzt schöne Spikes. Der macht die Spikes aber auch kaputt. Ein bisschen eine Erklärgeschichte mache ich hier gerade. Ein bisschen so nebenbei, weil jemand zuschaut, der das Spiel noch überhaupt gar nicht gesehen hat. Und dann habe ich. Wie sieht's aus? Kommst du rein? Ich mache hier dann vorne dicht. Chris? Ist sonst noch. Wir sind alle im Haus? Bin schon drin. Hier, komm. Genie ist hier oben und der. Seberpap ist da drüben, der baut Außendinger. Ich mache jetzt noch mal eine Sache, und zwar unten im Haus. Falls die doch durchkommen. Ja, vorbei. Du Arsch, schlägst nach mir. Oh, ich bin so ein Kacknoob, dass ich da nicht treffe auf die Entfernung. So, ich bin jetzt auch drin. Alles klar, dann mache ich dicht. Jawohl, mach dicht. Ein Türmchen haben wir nicht gesichert, aber... Das jetzt mal so. Ja, es geht ja Hauptsache darum, dass man auf unterliebbares gerade schießen kann. Wer ist denn da noch draußen? Asrak, ziehen wir auch noch jetzt hier die Frames ein? Nee, lass die rauf. Die sollen versuchen, die Frames zu nutzen. Dann müssen sie durch die Spikes durch. Ich baue hier unten gerade noch mal ein bisschen eine dickere Wand, vorsichtshalber. Mhm. Ja, super. Schreierin! Schreierin! Samantha ist da! Sie hatte ich auch schon gesehen. Schreierin. Ins Haus! Wespe! Zwei Schreier! Spider sind auch da! Es geht los! Leute, ich, ganz ehrlich, ich hab noch nie eine Wespe Hilfe! Wespe habe ich erwischt! Da ist einer auf der anderen Seite hinterm Haus. Da vorne kommt ein Zombie-Bär. Alle ins Haus, wenn's geht. Zombie-Bär, Achtung. Okay. Der Zombie-Bär ist vorne an der Tür. Ihr sagt alle ins Haus, ich bin die Einzige. Oh Gott.
Hast du die Frames eingezogen? Wenn's geht, ja. Wenn's geht, aufs Dach oben. Da haben wir die besten Schussmöglichkeiten. Aber ich habe noch zu viel Scheißdreck dabei, ja? Alles voll. Geht vor. Ich bin direkt wieder euch. Jetzt muss ich einfach, müllen. Noch eine Kreischerin, die kommt auf uns zu. Okay, jetzt wird's los. Okay, jetzt geht's gleich ab. Wenn's geht, lasst uns aufs Dach flüchten. Asra, gehen wir gleich aufs Dach. Achtung vor Bienen. Bienen sind unser Tod da oben. Oder wenn's geht, ignoriert den Bär. Wenn's geht, ignoriert den Bär. Ich gehe jetzt hoch aufs Dach, Genie. Okay, der Blutmond geht auf. Es geht gleich los. Ich bin auf dem Dach. Jawohl. Achte auf Wespen. So, Sonja. Bist du pünktlich zur Horde? Ja, mach ich. Ja, der Mond ist im Südwesten. Ich sehe ihn kaum. Wir sind zu tief, leider. Da hinten ist ein Zombiebär. Zombiebär im Südosten. Was? Bitte, Asrak, ich habe noch nie einen Zombiebär gehabt. Der ist knallschwarz, ist durchzogen von blutigen Rissen. Und kann bis zu 2 Level hochschlagen. Der ist mordsgefährlich, sauschnell und unheimlich schwer umzubringen. Der zerlegt dir die Bude im Alleingang. Ah, oh, siehst du nix. Du hast mir jetzt alles erzählt, was ich nicht wissen. Scheiße. Nicht anschießen, den Zombiebär. Lass den mal da in Ruhe. Solange der nicht angreift, haben wir... solange der nicht angreift, haben wir noch kein Problem. Hier auf dem Dach sind wir vor dem Bär sicher. Das Problem... Wo sind denn die Jungs? Jungs, Achtung, es geht los. Hordentag. Achte auf Bienen. Achte auf Bienen. Ja, Weidmanns Heil an alle. Achtet auf Bienen. Lass dir doch mal die Klappe bitte auf. Ja, Klappe auflassen. Aus Nordwesten kommen welche. Okay, die erste ist erledigt. Ich mach gerade noch nebenbei Feier. Ja, ja. Irgendwie klingt das, als ob der Bär auf uns abfährt. Ja, wir haben kaum Sicht. Wir haben viel zu wenig Sicht irgendwie. Ich sagte euch das zu Anfang, als wir das Haus... Auf den Bär, fertig, los! Was frisst er denn? Ist natürlich jetzt ungünstig, dass wir den nicht auf den Kopf schießen können. Ja, er stört trotzdem irgendwann. Alles weiter draufhalten. Der ist schon blutig. Das ist er immer. Ja, ist down. Ich glaube, ich hatte ihn. Ich habe ein Level up. Glückwunsch. Mann. Glückwunsch. Im Moment sieht es relativ ruhig aus. Vielleicht sind wir so tief gelegen, dass wir an irgendeinem Hügel festhängen. Das wäre ja cool.
Ja, hat man ja schon mal, ne? Ja, oder irgendjemand anders hat unsere Horde gekommen. Asmiral, guck mal hier, da wird sich ausgelockt werden der Horde. Gunsmann, das geht gar nicht. Gestorben? Disqualifikation. Gunsmann ist schon lange tot. Wegen der Horde oder während der Horde? Nee, Gunsmann. Hier kommen welche, wieder einer mit Rucksack. Da unten ist wieder einer. Ja, der ist schon auch vorhin mal gestorben. Down. Haben wir noch gute Bögen? Dama, beste Bruder! Danke für dein Follow! Ich kann noch mal eine Runde machen, warte. Naja, hier unten war jetzt ein 305er, den habe ich genommen, das passt. Irgendjemandem geht es schlecht. Ja, irgendjemand hat gestöhnt. Essen und Trinken bitte überprüfen. Jetzt krepiert uns bitte nicht während der Horde, dass ihr verhungert oder verdurstet. Das nee, das wäre blöd. Polizist! Oh, Spucker! Spucker ist da, Spucker. Wo ist er? Richtung Norden. Vorsicht, der geht in die Luft. Oh. Cool, er ist vorher umgegangen. Ey, ich habe nochmal neue Bögen und Pfeile da reingetan. Bögen sind jetzt ja 330, ne? Gut. Kannst du looten, Chris? Jo. Was hat er denn gehabt? Hat er Munition gehabt? 10 mm. Mist. Also Polizisten sollten wir gleich looten. Nee, das gibt's doch gar nicht. Wo ist es denn? Also ich will's ja nicht verschreien, im wahrsten Sinne des Wortes, aber... haben wir uns hier so ein abgemüht und uns so entbehrt hier mit um im wahrsten um Holz zu kriegen, ne? Sind Spikes. Genie, sind so wunderschöne Genie, Spikes. Soll ich dir mal was sagen? Mag da keiner reinlaufen. Wir sind noch nicht fertig. Beschreiß es geht nicht. Noch bis 4 Uhr. Ja, ja, aber ich hab es geht sogar noch länger. Nächster Tag 12 Uhr. Achtung, kommt was. Ist ja alles recht. Down. Ist down. So scheiße, Mann. Wenn die unten drunter sind, dann kriegst du nichts. Keine Chance. Ja, deswegen hatte ich zu Anfang gefragt, ob wir den beim Hohn abmachen wollen. Naja, jetzt ist es zu spät. Sebab, machst du mal wieder da die Dinger weg, weil wenn da einer hochkrabbelt, dann haben wir Spaß. Da kommt keiner hin, alles gut. Flops. Ups. Weg. Ich höre wieder was. Ja, ich vertraue dir mal. Ich vertraue dir sonst. Dann mache ich das jetzt auch mal. Hier unten.
passt. Das passt hier. Ja? Achso, ja? Ja. Kann ich dir irgendwie was hacken helfen? Nö, nee, alles gut. Du hast ja noch Spikes. Ah, Kopf wieder ein Einzelner angerannt. Ist down. Silberpump hat das alles unter Kontrolle. Cool wäre, wenn wir sie looten könnten. Dann lege ich mich jetzt in meinen aber Schlafsack, ja? Ja, gute Nacht. Boah, es ist so heiß. Ja. Bin mal gespannt auf die Aufzeichnung von den anderen. Feral? Feral-Zombie? Ja, ein Feral-Zombie. Feral-Zombie ist das. Okay, der muss weg, der muss weg. Genie, nein! Lauf, lauf, heil dich! Heil dich! Bau dich hoch! Ich kann nicht! Feral ist down. Ich hol mich hier raus, irgendwie scheiße! So, Genie. Jetzt hast du es doch. Blutest? Guck, dass du nicht ausblutest. Alter. So, komm. Hier, der Steg. Ganz vorsichtig und hoch. Komm, Genie. Komm. Hopp, hüpf, hopp, 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 hopp. Komm. Ah, Mist. Oh mein Gott. Welcome back. Komm, konzentrier dich da drauf, wir müssen den Tag überleben. Nur das. Bis 12 Uhr geht's noch, also aufpassen. Das ist unglaublich. Ich bin einfach abgerutscht vom Dach. Ja, genau. Ja, dann schön aufpassen. Was war mit dem Feral drin? Ja, ich, ja. Chris? Ich glaube, den Feral habe ich nicht gefunden. Ja. Sebab, komm wieder hoch. Hast du eine Blutung? Alles gut bei dir? Ne, Blutung habe ich nicht, aber ich muss mal ein bisschen heilen drin. Alles klar. Ja, ich habe das First Aid Kit genommen, während ich mich hochgebaut habe. Ja, gut. Kommt noch mal irgendwo was? Aber Mutant, danke für dein Follow. Genieß die Show, mein Lieber. Okay, die ist nutzlos. Wo hast du eigentlich die ganze Muni her? Hehehe.
Sauberer Schuss, der Kopf ist schön geplatzt. Ich gehe runter. Jo. Spring auch mal hier rüber und guck mal. Nix dabei. Ich glaube, die hängen irgendwo, tatsächlich irgendwo im Berg. Vielleicht kommen sie gleich hier irgendwann raus. Ich brauche noch so ein paar Sekunden. Oh Gott. Wer läuft denn da hinten? Wer läuft denn da hinten? G-Brot, danke für dein Follow. Richtung, ob irgendwas ist. Ja, wenn du stirbst, wissen wir Bescheid, dass da noch was ist. Ich höre was fauchen. Was? Fauchen? Das bin ich, mir ist heiß. Nee, so aggressiv wird deine Figur nicht, wenn sie ist, ihr heiß ist, glaube ich. Das ist fauchen. Ups, ich hab noch gar nicht gelootet. Ein Buch. Hunting Knife. Schatzkarte braucht kein Mensch. Den ganzen Schrott hier mal rauswerfen. Noch einer. Alles noch nicht gelootet. Asak, nimm noch mal meine Woodframes da weg. Na, dann machen wir uns den Weg mal frei. Und da. Kurze Frage. In der Offline, Online-Offline-Liste, also Mitspielerliste, da erscheint nur meine Freunde mir als Geh mal Offline. Bitte, der Rest, geh mal bitte aus dem Weg. Ja. Und der Rest ist dann einfach weg, wenn die offline ist. Bei was? Bei was? Bei Steam. Wieso hast du Zeit im Moment bei Steam zu gucken? Du kämpfst ums Überleben, hallo? Apokalypse. Nein, ich bin nicht in Steam. Ja, die Leute. Die Rampe ist frei. Die Leute, die tot sind, sind raus. Die Leute, die. Die Leute, die tot sind, sind raus. Genau. Das siehst du nicht mehr. Und wer mir als offline angezeigt wird, ist dann mein mir verbundener. Ja. Nee. Was? Ja, nee, was? Genau. Ja, die Leute, die mit dir befreundet sind, die haben Dings. Die haben einen Kreislauf. Aber weg mit der Scheiße. Da ist noch ein bisschen was. Nehme ich. Die Rampe ist wieder begehbar. Ich trau mich gar nicht. Erstmal die Scheiße weg.
Ich habe einen Minibike-Lenker gefunden. Ich habe einen Minibike-Lenker. Fehlt uns nur noch ein Motor. Der unseren Mitspieler gekillt hat, wollen wir uns den jetzt schnappen? Wir vier. Keine gute Idee. Warum? Glaube ich nicht. Nee, da kommen wir, ich meine, wir können es probieren, aber das ist... Wir sind zu viert. Das ist recht weit. Das sind 2 Kilometer. Nein, ihr seid zu dritt. Ihr seid zu dritt, weil ziemlich weit ich bin weg. Nicht in der Lage... Bin nicht in der wir können es machen. Wir können es probieren. Wir können es probieren, Astra. Ich bin dabei. Sagst, kein gehen, Thema. Dann gehe ich mit, aber ich, eigentlich will ich nicht. Was sagt denn der Chat? Sollen wir sonst vorknöpfen? Bei mir. Schaut zu. Hallo. Ich habe noch 10 Schuss Pistolenmunition in die Waffenkiste gelegt. Okay. Hasrak, ich hab's geschert. Es sind nur 1,8 Kilometer. Dann auf. Auf, dann alle. Essen und trinken. Alle erstmal satt essen und trinken und dann geht's los. Welches ist denn das? Bunkerspieler oder was? Lass mich kurz dran, ich will mal Eier rausholen. Taku. Kilometer. Bis 12 Uhr müssen wir uns ein bisschen strecken, ne? Dann müssen wir durchlaufen. Am besten nimmt sich jeder noch was zu trinken mit. Ich mach nochmal Bandagen, weil der hat Waffen. Der hat eine Pistole, der hat einen Rocket Launcher, Receiver. Ich weiß nicht, ob er im Hotel noch irgendwas versteckt hatte. Eine Schreierin kommt wieder. Lass sie einfach in den Spikes laufen, dann ist sie tot. So, wenn alle soweit sind, können wir gleich loslegen, sobald die Schreierinnen in den Tod gelaufen sind. Oh, fuck. Nicht raus, Jimmy. Sorry, ich hatte noch die Brücke hoch, also noch nicht hochgezogen. Wer ist denn raus? Niemand ist raus, wir sind alle hier. Die verrecken jetzt in den Spikes und das war's. Die Brücke ist oben, die können nicht hier rein. Wollt ihr das jetzt exportiert, da den Anfall? Ja, klar. Geht schon mal ganz kurz in euch. Ja, wir sind schon in uns gegangen. Wir warten jetzt nur, dass draußen frei ist, dann können wir. Entweder oder. Entweder wir gehen mit dem fahren oder... Wir setzen das hier aus, aber das ist langweilig. Genau. Außerdem, der hatte eben die Chance, mich umzubringen. Er hat nicht getroffen. Dafür muss er jetzt sterben. Guter Ansatz. Diesmal habe ich die Sniper dabei. Hast du noch Munition? Ich habe außer Pfeil und Bogen nichts. Ja, war 40 Munition noch drin. Genie, das reicht doch. Pfeil und Bogen, das ist es. Wenn ich die Möglichkeit kriege, verpasse ich einen Kopfschuss. Kein Problem. Ich muss nur sehen. Ja, ich sag ja, ich gehe mit. Ja, komm, Hardcore-Event hier, Gruppendynamik, ne? Gruppendynamik und so. Genau. Alle wollen es. Nee, Gruppendynamik. So, ich glaube, wir können los. Ja, dann. Lass mich nochmal in echt was trinken gerade. War eine Wanderhorde noch, die ist durchgezogen. Lass mir links liegen, holen wir unsere Opfer, kommt. Schnell die Rampe runter, schnell hin, auf, zack. Das sind viele Berge. Südwest, ach Quatsch. Südwest, ne?
Yes. Best Südwest, genau. Alle noch ein bisschen beisammen bleiben, bitte. Wir müssen halt durch Schneebiom, ne? Ja, kein Problem. Seba, warte mal kurz. Toll. Ja. Hm? Ginny, Chris, auf geht's. Und los geht's. Na, ob wir das noch schaffen bis 12? Wir müssen aufpassen, der wirft von oben mit Fässern oder hat unten Fässer oder so hingestellt und hat von oben drauf geschossen, also ganz vorsichtig. Ja, wenn wir Fässer sehen, können wir sie ja zerschießen. Nicht Holz hacken, einfach nur laufen. Er hat einen Rocket Launcher, ich weiß es nicht. Wir werden mal schauen. Als weiter. Ist das ein Bär oder ein Schwein? Das ist ein Schwein da vorne. Kein Bär, Schwein. Nein, dahinter. Das ist ein Teil vom zerstörten Biom, aber das ist alles gut. Hey, wir müssen am zerstörten vorbei, das ist so dieses Sumpfbiom. Ja, vorbei, nicht durch. Wir müssen halt einen Moment schwimmen, aber das ist alles kein Thema. Naja. Ja, zusammenbleiben und so? Warten kurz, sammeln. Warten beim Chris, sammeln. Zack, zack. Asrak. Ja, da kommt doch her. Wir warten auf euch. Chris, warte mal einen Moment, bis alle wieder beisammen sind. Wir haben doch nur bis 12 Uhr Zeit. Ja. Wir haben nur noch 2 Stunden in-game. Das wird knapp. Ja, dann haben wir es wenigstens probiert. Auf, warten, warten, warten. So, und los geht's. Weiter. Zur Not was trinken. Dann ist man wieder aufgefüllt. Ja, wenn man Durst hat oder man nimmt Tabletten. Und nicht die Beine brechen. Also das ist da vorne. Ja. Und ich habe keine Kondition. Kannst du was trinken? Kannst du was trinken? Wiederhol's gerne nochmal in dem Blutrausch, in dem ihr gerade seid. Du hast keine Kondition, ja. Du kannst aber was trinken. Jenny, geh. Hab ich. Du könntest auch Yucca-Fruits essen. Hast du Yucca-Fruits dabei? Die geben auch Stamina wieder. Nee, sonst gebe ich dir ein paar. Ja, warte, dann bleib mal hier. Bleib mal stehen. Hier. Chris, warte, bleib mal stehen. Warte auf die beiden. Komm, Asrak. Oh Mann, wir schaffen es nicht. Das ist doch scheiße. Auch komm, Sekunde. Lass, die kommen schon noch. Ja, hier bin ich. Auf, kommt ihr zwei. Hopp, im Schweinsgalopp. Toll, jetzt habe ich mir ein Bein gebrochen. Keine Möglichkeit. Komm, Asrak, wir machen das. Nein, wir dürfen uns nicht zerzetteln. Auf, ihr zwei, kommt. Echt. Komm, ich habe einen Splint für dich. Komm her. Splint ist für dich da. Wir sind auf dem Weg. Wir sind über euch. Wir kommen runter zu euch. So, Splint, wir brauchen Splint. Wer hat die Füße gebrochen? Seba, wo bist du? Seba. Splint. Chris hat einen Splint für dich. Hier. Komm hier, bleib hier. Leg Tasten. Und weiter geht's. Jo, hab ich. Lass noch rechtzeitig schaffen. So, wir müssen da rüber, schräg rüber über den See auf, zu dem Wüstengebiet da. Ja, genau, aber das machen wir von der anderen Seite, da ist der Weg kürzer. Alle im Chris hinterher. Alter! Alles klar, bis morgen zum Stream. Gute Nacht. Most Zombie Kill, bitte erwähnen nachher.
Im Moment hat Taco die meisten Zombies auf dem Gewissen. Was ich so sehen kann. Die sind alle am Schnaufen. Wir schaffen es nicht mehr rechtzeitig. Oh Mann, wir schaffen es nicht mehr rechtzeitig. Schaut mal auf die Uhr. Um 12 Uhr ist ausloggen. Wenigstens hin, wenigstens Alarm in der Bude machen. Das hat schon gesagt. Das ist. Ja, nee, schaffen wir nicht mehr. Mann. Guck mal, das ist da noch über den See drüber, da hinten. Das schaffen wir niemals. Scheiße. Quark. Bis 12 Uhr schaffen wir es auf jeden Fall darüber. Wir können es zumindest probieren. Jetzt rüberschwimmen oder was? Nein, ganz vergessen. Wenn ich das schon wieder höre. Ja, probier's. Ja, im Grunde ja, gerade auf Schwimmen, ja. Ich hab zwar keine Kondition, aber scheißegal. Scheißegal. Dann verliert ihr mich eben. Auf. Oh, 7 Minuten! Oh Mann! Ah, ich kann nichts trinken. Scheiße. Er ist weg. Okay, er ist weg. Er ist weg. Ich sehe dieses Scheißhotel und er ist weg. Sie gehen alle raus. Okay, gehen wir auch raus. Das war's. 10 Minuten früher. 10 Minuten früher. 10 Minuten früher. Verdammt. Dann geh ich mal lieber gleich, bevor ich hier erschossen werde. Oh Mann! Verdammt! 10 Minuten früher. Ah, so, ihr Lieben. Was ist jetzt los? So, sind das hier die... Hier sind die Überlebenden. Jo, ja. Ja, gut, dann werden wir jetzt warten, bis die restlichen kommen. Taco, du Feigling. Taco, auf den Weg zu dir! Auf den Weg zu dir! User entered your channel. User entered your channel. Wir sind gerade nicht schnell genug rübergekommen. User joined your channel. Diesmal wärst du gestorben, User entered your channel. Wie viel hatte ich dir denn mit dem Pfeil abgezogen? Ich dir... Herzlichen Glückwunsch, die Damen und Herren. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin da oben gesessen, denk mir, ach du Scheiße, jetzt kommen da welche. Sind alle Überlebenden da oder fehlt noch wer? Also ich bin da und ich habe überlebt. Mehr kann ich nicht sagen. Okay. User entered your channel. Wo ist denn Gusman? Den muss ich jetzt erstmal suchen. Moment, bin gleich wieder da. Channel switch. Gusman, ist noch jemand auf dem Server oder sind alle Überlebenden runter? Buddy left your channel. Channel switched. Gusman! Wir haben total auf. Einen Tag haben wir total verplant. Wir haben gedacht, wir haben noch einen Tag. Gusman. User entered your channel. Es sind alle runter? User entered your channel. Brothers Server ist runter. Jawohl. So, das heißt, hier sind im Moment alle Überlebenden. Jo. Genau. Ist jemand da, der nicht überlebt hat? Dann bitte die Wartehalle verlassen. Gusman, du musst runter, du hast dich überlebt. Buddy left your channel. Du bist zweimal gestorben, wir haben es genau gesehen. Oh Mann, ihr habt ihn weggebissen. Also erstmal, einen herzlichen Glückwunsch an alle Überlebenden. Juhu. Danke. Und ich lese mal vor, wer es ist. Asmiril hat überlebt. Glückwunsch. Danke. Chris hat überlebt. Jawohl, Exilkorn hat überlebt. Glückwunsch. Dankeschön. Ebenfalls Glückwunsch zu Falgron. Jaha. Gabriel, ebenfalls durchgeschafft. Genie, knapp durchgekommen. Ja, ganz knapp. Jumper hat's auch geschafft. Glückwunsch. Ja, gerade so. Lan Al-Soles hat's auch gepackt. Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Und auch Mac, der immer mal wieder rein und rausgesprungen ist. Überlebt. Glückwunsch an dieser Stelle. Und der Mac ist noch gemutet, ist noch away. Ja, Mac ist noch irgendwie nicht da. Aber Rachani, mit dir geht's weiter. Auch Glückwunsch fürs Überleben. Jo, danke. Schnitzel ebenfalls. Jo. Ja, Mac, Glückwunsch zum Überleben.
Sebab hat überlebt. Glückwunsch. Ja, danke, danke an den Chris, dass er mich da doch nicht umgebracht hat. Tut mir leid. Talen hat überlebt. AKA Starfish. Ah, es wird nochmal richtig eng gegen Ende, aber hier bin ich wieder. Taco hat's geschafft. Schade. Ja, das ist so. Der ist mit einem Herzinfarkt bei einem Hotel gestorben. Oh Mann. Und im Übrigen, Taco, herzlichen Glückwunsch. Wir zwei sind im Übrigen die Einzigen, die wir tatsächlich einen Player-Kill gemacht haben. Ne? Also, okay. Ich hätte gern zwei drauf gehabt. Leider hat es nachher nicht mehr gereicht, aber... Ja, meine Fässer haben auch nicht genug Schaden gemacht. Das waren Fässer. Ich hatte schon gedacht, das wäre ein Rocket Launcher, weil ich habe mir ja freundlicherweise deine Nailgun ausgeliehen. Ja, die habe ich nicht einmal hergenommen. Also, ihr Lieben, ich führe mal ganz kurz ein Interview. Ich fange mit Asmiriel an. Der ist nämlich oben in der Liste. Ich fange ganz einfach, ich arbeite mal die Liste ab. Erstmal Glückwunsch zum Überleben. Das war natürlich spitzenmäßig. Wo bist du gejoint? Im grünen Biom, also ja. In dem normalen, also nicht in dem, sag's mir, in den Laubwald, genau, so nennt es. Ah, okay. Hast du andere getrackt? Bist du mit Gruppen unterwegs gewesen oder warst du Lone Wolf? Ganz allein, ganz allein. Lone Wolf, okay. Wie war das für dich gewesen? Ja, gut, alles klar soweit. Ich habe in der ersten Nacht im Holzhaus überlebt. Okay. Und bin dann ein Stück weiter südlich gelaufen, hab gleich eine kleine Stadt gefunden. Ah. Und ich habe auch keinen Spieler gesehen in meiner Nähe. Guzman, der war über 2 Kilometer von mir entfernt. Den hatte ich auch als einzigster in der FL. Ah, okay. Das heißt, du hast da vor dich hingewerkelt und hast du dich mit Spikes geschützt? Genau. Ich habe da 100 Spikes gesetzt und das passt schon. Okay, alles klar. Ja, hat es dir gefallen? War das okay für dich oder war das so locker flockig? Gerne wieder. Macht Spaß. Okay, alles klar. Dann komme ich zum nächsten. Chris, der mit mir in einer Gruppe war. Erstmal Glückwunsch zum Überleben, dann natürlich ganz klar. Wo bist du gespawnt? Wo war dein Beginn? Das war auch tatsächlich im grünen Biom. Okay. Das war genau an der Ecke vom grünen Biom zum Schneebiom zum Wüstenbiom. Und dann war es nicht weit zu dir, also 1,1 Kilometer am Anfang vom Start. Mhm. Wir haben uns ja dann da getroffen. Ja. Ich konnte mir aber nicht überhören, weil da hat man bei 100 Metern Entfernung noch gedacht, du stehst direkt schon neben einem, weil du so geschrien hast. Okay. Leider hat am Anfang ja mein Mikro nicht funktioniert. Ja, genau, das war ja das Problem. Dann ist leider mein 7 Days to Die abgestürzt. Danach konnte ich das Gott sei Dank noch dichten. Ja. Und hat richtig Spaß gemacht. Und es tut mir auch leid für denjenigen, den ich da so fies von hinten umgebracht habe, aber... Es hat sich so angeboten. Du bist wie ein Leuchtturm durch die Gegend gelaufen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Nodin? Odin. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Nee, Odin nicht. Nee, ist bei jemand anders. Nodis war das. Nodis, ja. Also, es tut mir leid, dass ich so hinterhältig war und habe da noch Spikes auf dein Headshot gebaut. Aber als du da so schön beschäftigt warst, konnte ich halt treffen. Ja. Und Taku hat mir beinahe noch den Abend versaut. Gut. Das war aber nice. Du warst dann in der Wüste mit uns zusammen und hast sozusagen da dieses Wüstenhaus mitgeholfen, das, sicher zu machen. Genau, das war ja das erste Haus, was wir überhaupt gesehen hatten. Und da richtig. Haben wir ja direkt uns. Da haben wir uns ja nie niedergelassen. Richtig, genau. Das ging ja auch. Wie war es für dich? War's knackig gewesen oder war's easy peasy? Also. Bei der Begegnung mit Taco im Hotel hatte ich beinahe Herzstillstand. Das war auch ziemlich spannend. Der Chat hat auch ziemlich mitgefiebert. Ich glaube, da gab es auch einige, die kurz vor dem Herzinfarkt standen. Okay. Und wir haben das ja ausgesessen. Ich habe in der Zeit wirklich geflüstert. Ich weiß nicht wieso, weil er halt mich nicht gehört. Aber ich habe die ganze Zeit geflüstert und das war richtig geil. Und dann bin ich ja noch aus der Tür raus. Der war ja direkt, wir haben ja praktisch Wand an Wand gestanden. Ja, ja. Ja. Und dann bin ich raus und guck nach links und dann sehe ich ihn in der Ecke kauern und dann schießt er mich an und ja, habe ich noch einmal mit dem Pfeil zurückgeschossen und dann ist er geflüchtet, das habe ich nicht verstanden. Okay. Ja, und dann bin ich ja zurück und dann kam ja schon die Horde, das war richtig gut, also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich durchhalte. Okay. Bis zum Ende. Ja, dann hoffe ich, hat es dir gefallen und dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist, das wäre schön. Ja. Nächstes Mal... Mit Herzschnittmacher. Exilkorn, erstmal auch zu dir. Glückwunsch. Wo warst du gespawnt? Was war dein Beginn? Ja, vielen Dank.
Ja, ich bin mitten in der Wüste gespawnt eigentlich. Okay. Ich habe von vornherein eigentlich mit GameX HD ausgemacht, dass wir uns zusammentun werden. Aha. Haben uns dann recht schnell gefunden, wir waren nicht ganz einen Kilometer entfernt. Okay. Wir sind in der Wüste gespawnt. Aha. Haben uns dann ein bisschen zurückgezogen, so an die Grenze zum Plains. Und haben uns dann auf dem Berg verschanzt, so an knapp 105 Metern Höhe. Und haben uns erstmal für die Nacht so auf den Boden reingesammelt und haben dann erstmal überlegt, was machen wir jetzt, Und sind dann dazu gekommen, dass wir dann gesagt haben, okay, wir bleiben jetzt in diesem Loch. Das Loch haben wir dann ausgebaut, dann irgendwann mal auf 2 Stockwerke die Tiefe. Mhm. Und der 2. Stock wurde dann irgendwie mal ein Panic Room. Okay. Ja, prinzipiell, der Tod vom GameX HD war für mich ein Segen, ganz ehrlich. Also, warte, versteht das nicht falsch. Der Kerl, der hat mir, glaube ich, jetzt 3-mal den Arsch gerettet. Wenn er nicht gewesen wäre, wäre ich schon lange, lange tot gewesen. Okay. Das erste Mal hatte ich Spiders am Hintern, die hat er mir weggeschossen. Mhm. Das zweite Mal war es so eine Schreitroller, hier so eine Screamerin. Mhm. Und das dritte Mal, das war während des hinterhältigen Eissturms, nenne ich es mal, die Temperaturen waren ja jeder schon böse, kam uns eine Screamerin in die Base rein. Wir haben durch den ganzen Lärm und Regen nichts mehr mitgekriegt von außen und wir haben die einfach komplett vercheckt. Die kam dann rein und hat uns mal pauschal zerruft. Hätte der da mit der Axt nicht draufgedrückt, hätte sie mich auseinandergenommen, so hat sie ihn zerflippt und ich habe sie dann zerflippt. Okay. Und dann in den Panic Room geflüchtet und hab Tatsache, Gott sei Dank hatte ich niemanden mehr in meinem Chat. Die letzten 2,5 Tage habe ich da unten mit nichts tun verbracht. Durch das Ableben vom GameX HD wurde ich erfolgreich versorgt, denn der hatte, glaube ich, noch knapp 70 oder 80 Jukas in der Tasche, die habe ich pauschal aufgenommen. Konnte also Juice herstellen und hatte genug zu essen. Und einfach ausgesessen, okay. Einfach ausgesessen, aber ich muss sagen, das werde ich nie wieder machen. Das war so eine psychische Folter, die bescheuerten Zombies. Ohne Witz, die bescheuerten Zombies, die waren ja über dir. Und ja. Jedes Mal dieses ohne Pause, boah, da wird man blöd bei. Also ich habe in meinem Stream gesagt, Kinder, wenn ihr eure Eltern ärgern wollt, sendet den Scheiß mal in Dauerschleife, mal gucken, wie lange sie das überleben. Okay, interessante Taktik. Wie empfandest du das Hardcore-Event? War eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Ich muss fast schon sagen, ich bin nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil. Aber ich hätte mit deutlich mehr Zombies gerechnet, muss ich sagen. Ja, das verteilt sich natürlich auf 30 Mitspieler, ne? Ja, richtig. Über die gesamte Karte, ne? Genau. Also wir hatten da echt Glück. Ich meine, wenn man natürlich eingemauert im Panic Room sitzt und die Zeit abwartet und nur hört, was über einem ist, dann, ich meine, wär's mal rausgegangen, hättest du deine Zombies auch gesehen, also sah von da. Ich konnte nicht mehr rausgehen, ich habe mich da wirklich eingebaut. Also es hätte mich länger gedauert. Alles klar. Ich hoffe, du bist auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei. Gerne. Würde mich freuen. Und dann komme ich zum nächsten, Vikon. Erstmal Glückwunsch zum Überleben. Wo bist du gespawnt? Wo war dein Beginn? Ja, ich bin im Schneebiom gestartet. Respekt, und ja. Muss gestehen, ich habe natürlich voll versemmelt, dass es irgendwann hieß, jetzt geht's los. Den Startschuss verpasst, okay. Und gewartet und irgendwann gedacht, aber leck mich doch all an den Füßen. Ich mache jetzt los. Gepennt! Einer vergisst's immer. Naja, und dann hatte Jütchen auch meine Anfrage angenommen und auf der Karte konnte ich sie schon überhaupt nicht sehen, habe also gemerkt, ach Herr Jemine, das wird ein längerer Marsch, wenn ich mich jetzt mit ihr treffen möchte. Ja, dislike, disfollow, just face. Nee, ich habe es dann auch nicht genommen und der Witz war, ich habe nicht, ich habe das nachher gesehen, der Weg, der war länger, als wenn ich aus der Karte komplett rauszoome, ich habe den Weg nicht mehr drauf gekriegt, komplett. Okay. Also das war schon ein gutes Stück, was ich da gelaufen bin und ich habe auf dem gesamten Weg nicht ein einziges Zombie getroffen, okay, aber jede Menge Nester. Mhm. Ist schon mal gut, nimmt mal mit. Ja. Und als ich dann Julchen getroffen habe, ging es dann auch mit den Zombies los. Mhm. Kann man sich jetzt denken, was man will, wenn man zu den Frauen kommt, dann... Naja, gut. Und dann kamen auch noch ein paar andere dazu. Und ich glaube, Kyuga war es, der eine richtig gute Idee hatte, dass wir uns dann an einem Berghang über einem Gewässer
quasi ja reingraben und das haben wir dann auch gemacht. Und haben es da eigentlich ganz gut ausgehalten, außer dass das Wasser halt leider Gottes ein bisschen buggy ist. Also wenn da irgendwie was weggebrochen ist oder ein Zombie drin gestorben ist, ja, dann ist ja an der Stelle quasi das Wasser weg. Und das hat dann zur Folge, dass du auch selber nicht mehr gut aus dem Wasser rauskommst und, und. Ja, ja. Unter anderem hatte ich einen fiesen Bug, dass ich schon längst aufgetaucht war, schon wieder in unserer Höhle drin war. Und auf einmal feststellte, sag mal, alles verfärbt sich. Ja, du kriegst keine Luft mehr. Nicht gut, genau. Ja, also da hätte es mich fast... Der Wasserbug, ja, dass du trotzdem ertrinkst, obwohl du über Wasser bist. Ja. Es soll seit der 15.1 nicht mehr existent sein, aber kannst du... Doch, den gibt's noch. Was hast du dagegen gemacht? Das wäre mal wichtig zu wissen. Ich bin nochmal ins Wasser gesprungen und einfach nochmal aufgetaucht. Ach, du hast nochmal durch den Sprung ins Wasser das Ganze nochmal resettet. Genau. Ah ja, okay, genau. Gut zu wissen. Also das hat glücklicherweise, ja, das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, also danke an die Mitspieler. Ja, und dann haben wir das noch ein bisschen ausgebaut, Panikraum und ja, die Horde fand ich gar nicht mal so schlimm, weil die haben wir nicht mitgekriegt, wir haben es auch ausgesessen. Ah, okay, die nächste Gruppe, die es ausgesessen hat, alles klar. Genau, und da es ja leider kein Bier hier auf Zombie Island gibt, haben wir dann nachher mit Grain Alkohol angestoßen. Okay, auch nicht schlecht. Ja, war schön. Und ich muss sagen, irgendwie die Nächte vor der letzten Horde, die fanden wir irgendwie, glaube ich, alle schlimmer. Okay. Also da war ordentlich was los. Ja. Das kann sein, ja. Mussten wir auch nochmal gut die Basis reparieren. Ja. Ja. Wie war es für dich gewesen so? Super. Also, alles klar. Das Zittern ist noch da. Mal sehen, wie ich da heute Nacht noch schlafen kann. Okay. Solange die Freundin da nicht sagt, oh, es vibriert so schön. Das wollen wir nicht vertiefen. An dieser Stelle gebe ich dann weiter an Gabriel, der es auch geschafft hat. Ja, Glückwunsch. Wo war dein Spawn? Wo bist du rausgekommen? Ich bin in der Steppe direkt am Rand zum Schneebiom. Also besser ging eigentlich nicht. Okay. Deine waren halt schön zu sammeln. Rester waren gut zu sammeln. Zwei, drei Bäume irgendwie vor dir. Uns kurz an zu lenken, da habe ich schon gedacht, ja, wenn das mal keine Spieler sind. Dann kurz hochgeguckt hab und über den Hügel waren zwei Leute irgendwie und die waren da auch irgendwie im Schnee am Eier sammeln. Bin halt wieder erstmal ein Stück runter. Dann hatte ich mich mit Rachani zusammengetan gehabt und wollte ihn besuchen. Okay. Bin halt in die Richtung losgelaufen und der entfernte sich immer weiter von mir. Okay. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann auch gemerkt, geht nicht mehr. Hat mich die erste Nacht auf den Baum zurückgezogen, noch ganz schnell. Ja. Einen Tag sind wir dann da auch hin und Freigrund war da auch mit dabei, der hat ja eben eigentlich schon alles erzählt. Zwischendurch war leider halt irgendwie das Kruger irgendwie abgehebelt war durch irgendwie ein... oder irgendwas. Ja, der war zwischendurch gestorben, ja, den hatte ich in der Deathzone. Und ich habe irgendwie mit einem kleinen Julchen versucht, ein paar Zombies von der Basis wegzuziehen und sind aus dem Wasser raus. Im Wasser bin ich auch übrigens zwei, dreimal fast gestorben, aber bei mir war das, dass ich durch die Wasseroberfläche nicht mehr durchkam nach oben. Hang da drunter fest. Und das ging nur, bis du bis an den Rand geschwommen bist und dann da rauskamst. Okay. Und mit kleinen Julchen hatten wir ein paar rausgezogen und in dem Augenblick spawnte direkt neben ihr eine Krankenschwester. Die haben wir noch ein bisschen weggezogen gekriegt und dann kamen irgendwie drei andere mit einem Spider und weil das auch fast direkt neben ihr gekommen und dieser leider zerlegt gehabt. Ja, okay. Wie gesagt, bei uns war auch wirklich, wie Michael eben erzählt hatte, Nacht 5, Nacht 6 hat die halbe Basis zerlegt und letzte Nacht war relativ komplett. Okay. 6. Wie war es für dich gewesen? Wie hast du es empfunden, das Event? Ja, super spannende Szenen drin, super lustige wieder. Also ich fand es wieder super nett. Super. Alles klar, dann bedanke ich mich. Genie, Glückwunsch, ja, dass du es geschafft hast. Ja. Das zweite Mal dabei und schon. Da kannst du gleich mal berichten. Wo war dein Start gewesen? Ja, also mein Start war, ich stand direkt an dem Berg und hatte beste Aussicht auf ziemlich alle Biome, es war relativ grün. Okay. Ich habe auch den Start verpennt. ich habe aber tatsächlich, kannst du nachgucken, in meinem allerersten Stream, den ich heute gemacht habe. Glückwunsch dazu. Kannst du sehen, ich habe mehrfach in diesen Chat auch reingeguckt. Ich habe also mehrfach das Chatfenster geöffnet.
Und da war so viel Grümpel zwischendurch, dass ich den Gussmann vollkommen überlesen habe. Sekunde. Agent K, danke für dein Follow. Danke. Ja, bitte. Ja, und dann habe ich geblättert und geblättert und irgendwo dazwischen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, das war vor 5 Minuten oder so. Mhm. Und dann habe ich sofort die anderen getrackt und los ging's. Mhm. Durch x Biome durch, mitten in einem Schneebiom, war mittendrin oben auf dem Berg nochmal eine Wüste. Mhm. Ja, und kennt dann ja. Haben wir uns getroffen, den Rest kennst du? Nee, der Rest kennt ihn nicht. Okay. Ja, also ich habe dann dich getroffen als mhm. erstes. Und wir dann gemeinsam Chris, der ja schon erzählt hatte, dass er erst nicht sprechen konnte. Ja, und wir genau. hatten ja auch glücklicherweise gleich das Haus in der Wüste, was relativ gut auszubauen ging. Ja, wir haben uns dafür entschieden, genau. Ja, genau. Du warst fast nochmal gestorben gegen Ende. Oh ja. Erzähl. Das, ja, während der Horde war dann nochmal ein Feral-Zombie unten unter dem Sebab. Und ich habe schön damit drauf geschossen und nicht drauf geachtet. Wo standst du? Auf dem Dach, ne? Auf dem Dach. Und ich war eigentlich so, weil ich noch nie irgendwelche Fliegegetiere hatte, so damit beschäftigt zu gucken, ob mich jetzt was anfliegt und irgendwie vom Dach abgerutscht. Ein kleiner Schritt für dich. Oh, hier. Lange ging mir nicht mehr so die Pumpe. Voll in den Spikes gelandet in der Hordennacht. Glückwunsch. Oh Gott. In den Spikes, in der Hordennacht. Weißt du, vier rein Spikes hast du ausgelegt? Ja, ja. Da raus und einfach nur noch gemacht, was ihr gesagt habt, vor. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, der hat die Rampe zugebaut mit Spikes. Ja, klar. Ja, natürlich. Währenddessen habe ich mich dann irgendwie verbunden ja. und irgendwie hochgebaut und zum Glück habt ihr mir dann noch mal ein paar Frames gereicht, weil da ich da 2 Reihen aufgebaut habe in der blanken Panik und eine neue Bank, also eine neue Wand, hat es dann nicht mehr gereicht, um mich zu euch rüberzubauen. Ja. Ja, also wir haben es gesehen, wir haben ja ein bisschen ausgeholfen. Wie war's? Ja, und ein bisschen gelacht. Das war ja jetzt das... ausgelacht und so, ja, ja. Aber trotzdem, danke fürs Retten. Ja, das war ja jetzt dein erstes Hardcore-Event, wo du mal so richtig bis zum Ende durchgekommen bist. Wie war es für dich gewesen? Ist das vergleichbar mit Seven Days to Die normal? Nee, ne? Also, ganz ehrlich, da ich jetzt auch schon mit ein paar Leuten gespielt hatte, war ich jetzt, sag ich mal, ruhiger. Also, abgesehen von der Nummer mit den Spikes und so. Ja, lach nur. Hm. Darfst es sah bestimmt geil aus, ich werde es mir angucken. Mhm. Ich war ruhiger als beim ersten Mal, das sage ich, das gebe ich zu, aber es war schon kribbelig. Okay. Es war kribbelig. Du weißt, du hast ein Leben und that's it. Genau. Du musst einfach viel besser auf dich achten. Würdest du noch mal dran teilnehmen? Was denkst du denn? Ja, wahrscheinlich nicht mehr, ne? Alles klar, gut. Was? Genau, dann danke ich dir und komm weiter zu Jumper, der es auch geschafft hat. Glückwunsch! Ja, zum zweiten, nein, nicht zum zweiten Mal, aber beim zweiten Mal dabei ja. gewonnen. Oder ja, überlebt. Aufs Treppchen also. Geschafft, genau, überlebt. Ja, genau. Wo war dein Start? Im Schneebiom. Oh, okay. Ja. Bist du da geblieben, oder? Nein, auf keinen. Ich habe mir gedacht, gut, das letzte Mal war recht beschissen gewesen mit den Looten. Ich habe eine Straße gefunden, bin die gefolgt, ohne Ende, aber ja. nebenher. Denn durch die Wüste durch, Yuggafrüchte, 2-3 Stacks mit eingesammelt. Dann habe ich zum Glück nachher eine Stadt gefunden. Hab Glück gehabt, dass da ein Bunker war. Ah, Bunker! Militär-Bunker-Base. Ja. Ein kleiner oder ein großer? Ich weiß nicht, mit die Raketen Dingens. So ein Bunker, okay. Ach, eine Militärbasis hast du gefunden. Ja, dieses neue. Das ist ja, der große, ja. Alles klar, okay. Ja. Da hast du dich da eingenistet? Da habe ich mich eingenistet, durchaus. Okay. Bin dann, ja, looten gegangen und sehe da, der Herr Schnitzel, der war da in der Stadt on Tour. Natürlich mit Bauhelmlampe, konnte ihn wunderbar sehen. P-
Pistole hatte ich schon gefunden gehabt. Das war mein Glück gewesen. Genie, kannst du dich kurz muten, weil ich höre deine Tastatur. Danke. Ja, bitte. Hab den Schnitzel gesehen, hab mir sofort erstmal einen Alkohol reingepfiffen. Ja. Vor Schreck, mir ging die Pumpe wie Sau. Okay. Die Pistole in Anschlag. Aber was die Leute an Waffen haben. Bin den Schnitzel hinterher gelaufen. Er hat mich nicht mitbekommen. Daher hat er mich mitbekommen. Ja. Dann haben wir kurz gequatscht. Genie, danke für den Host. Ja, bitte? Und dann habe ich erstmal gefragt, Freund oder Feind? Ja, und dann haben wir ein bisschen gequatscht. Ja, und dann haben wir gesagt, gut, wir machen was zusammen. Mhm. Ja, wir kamen eigentlich relativ gut klar. Okay. Bloß das einzige Problem war, wir haben die Horde total verplant. Okay. Die Horde kam eindeutig einen Tag zu früh. Ihr wart noch nicht so weit, wir haben gedacht, doch, klar, wir hatten, weiß nicht, an Tag 3 oder so hatten wir, auf zwei Seiten hatten wir 3 Reihen Spikes und auf anderen beiden Seiten 4 Reihen. Mhm. Also wir waren vorbereitet, wir wollten noch mehr Spikes machen, aber ja, dann hatte nachher der Chat von Schnitzel gesagt, ist heute schon eine Horde. Und dann haben wir erstmal doof geguckt, aber ich muss sagen, die Horde war relativ ruhig. Also, wie viel kam da an? Kannst du an zwei Hände abzählen? So viel waren da. Mhm. Problem war gewesen, kurz vorher hatten wir übelst Probleme gehabt mit die Kreischer-Ladies. Mhm. Da kamen nachher, glaube ich, 2 waren tot, 3 kamen wieder. Wir hatten da nachher übelst Probleme gehabt. Ja, gut. Freut mich zu hören. Einer muss ja kriegen. Ja. Wir hatten auch relativ Glück gehabt. Die ersten Kreischer-Ladies, also die ersten 4, die kamen, die haben geschrien, aber haben nichts gespawnt. Das war echt Glück gewesen. Okay. Schweigert. Mhm. Wie war es für dich, das Event? Wie hast du es erlebt jetzt? Nervenkitzel pur. Okay. Du hast recht, wenn man auf PvP gehen möchte und dann einen Schnitzel sieht. Ist dann doch was anderes, den Finger krumm zu machen, ne? Ja, klar, aber ich wollte erst komplett alleine mich aufbauen. Ja. Also, ich wollte alles alleine machen, aber ich fand's gut, dass ich Schnitzel gefunden habe und ja. Okay. Also auf jeden Fall bin ich, wenn ihr möchtet, beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, wunderbar. Also mein Puls war über 180, das ist sehr gar schön. Nicht, wo ich den Schnitzel gesehen habe. Das freut mich. So, dann kommen wir zum nächsten. Auch Glückwunsch an Lan als Oletz. Wie sieht's aus? Wo bist du gespawnt? Ich hatte ein magisches Dreieck. Ich hatte vor mir direkt die Wüste, 3 Schritt neben mir hatte ich ein Schneebiom und links von mir war ein Grasbiom. Also ich hatte alles zur Verfügung. Okay, also im Paradies gelandet. Eigentlich schon, aber ich hatte mich dann auch schon mehr oder weniger mit dem Blackout Pit vorher schon verabredet, dass wir uns irgendwo treffen. Hat das geklappt? Ja. Wir haben uns schnell getrackt und er hatte dann vorher aber dann auch schon den Vanquish-Zocker gefunden. Okay. Und ich bin dann zu den beiden gestoßen und wir haben dann unser Ding im grünen Biom, was er dann gefunden hatte, dann versucht. Ja. Hatten uns in der ersten Nacht dann so ein provisorisches Holzhäuschen von 4x4 Schritt gebaut, damit wir einen kleinen Unterschlupf hatten. Hat auch alles geklappt, wunderbar. Und am zweiten Tag hatten wir dann einen Forgehouse gefunden. Mhm. Da haben wir uns dann drin eingenistet. Jeder hatte seine Aufgabenverteilung dann bekommen. Wir haben uns dann abgesprochen und es hat alles wunderbar geklappt. Also ihr habt euch also strikt abgesprochen und dann funktionierte das.
das hat im Spiel wunderbar funktioniert. Also auch nochmal lieben Gruß an meinen beiden leider verstorbenen Mitstreiter. Der hat sich geopfert. Ja, es war lustig. Ich muss doch schnell mein Messer noch abwischen, so blutig. Nein, das war an Tag 5 war es, genau. Da war ich gerade noch Holz holen mit Blackout Pit und wir kamen zurück und wir hörten dann plötzlich Frenkel schreien, ja, Zombie-Bär, Kreischerin, und ich sah dann auch schon aus der Entfernung, wie mir ein Feral-Zombie zuwinkte. Okay. Wir sind dann einfach nur noch schnell rein und haben von oben runter geschossen. Irgendwann sind sie aber durch die Wände gebrochen. Okay. Und ich habe den Fluchtweg hoch aufs Dach dann vorbereitet, alles drum und dran. Und in dem Moment, wo ich oben war, sah ich halt bloß, wie alle beide dann innerhalb von 3 oder 4 Sekunden gestorben sind. Ja, und du hättest sie vielleicht mitnehmen sollen. Nicht nur einfach hinter in die Brücke hochziehen. Die waren schon in der 2. Etage. Ich hat's wohl erwischt, weil der Bär war ganz unten drin und er hat wohl durch die Decke durchgeschlagen und ihn erwischt. Ja, der kommt sehr, sehr weit mit seiner Tatze. Genau, da muss man böse aufpassen. Da hat sie ihn dann erwischt und ich saß dann ganz alleine da mit geschätzten 10 Zombies in der Hütte und noch ganzen 5 Pfeilen und 6 Spikes. Also haben die Party gemacht. Die haben voll Party gemacht. Ich habe dann irgendwann mich so mit einer kleinen Leiter noch runtergebaut, dass ich Spikes gesetzt habe und die dann alle dann noch da reingelockt habe und das hat dann irgendwann geklappt. Ah, okay, super. Und zum Schluss war es dann einfach mir noch zu blöd. Ich hatte, weil ich den Koch quasi gemimt habe in unserer Gruppe, mir mein ganzes Essen und Trinken geschnappt, habe mir das restliche Eisen aus der Schmiede geholt und unser Haus war auf einer Höhe von 77 und ja, als die Horde dann richtig kam, war ich dann auf einer Höhe von minus 12. Und habe ich einfach nur noch stur nach unten gegraben und hinter mir habe ich dann einfach immer nur Cobblestone Rocks hingepflanzt. Okay. Ich hatte im Grunde genommen fast dasselbe wie Exilicon. Ich habe dann einfach bloß mich nur nach unten gegraben und Augen zu und durch. Genau, anders ging es nachher nicht mehr. Alles klar. Wie hat's dir gefallen? Wie hast du es empfunden? Es war sehr harmonisch, gerade mit uns dreien, wie gesagt, war echt toll und gerne wieder, also da muss ich sagen, möchte ich gerne wieder so haben. Fein. Vom Schwierigkeitsgrad war klasse. Okay. Mac Invisible, Glückwunsch auch an dich fürs Überleben. Yay. Das war ich jetzt nicht. Ja, ist schon klar. Yay. Wo bist du gespawnt, Mac? Das war so ein Grasland, sag ich mal. Steppe, Schrägstrich, klar, Grasland. Okay. Grün-Gelb sozusagen. Und ja, da war nichts. Also ich habe den ganzen Tag keine einzige Hütte gefunden. Oh, okay. User joined your channel. Und dann den Monostatus getroffen, der gerade an der ersten Hütte, die ich sehe, gerade gelootet hat. Und habe kurz gefragt, Freund oder Feind. Er hat mich nicht erschossen, also haben wir dann ein bisschen zusammengearbeitet. Okay. Der erste. Warte mal kurz. Atom. Ja. Atom, bitte nur Überlebende erst. Ich komme dann zu euch in den unteren Bereich, aber jetzt hier nur für Überlebende erstmal. Ich führe nämlich gerade Interviews. User left your channel. So, Mac, bitte. Ja, es ging dann ein bisschen weiter. Wir haben uns Holz besorgt, um die, es war so eine Holzhütte nur, und um die ein bisschen abzusichern. Und dann kam eine Schreierin und dann ist der Monostatus runter, ist gestorben. Mhm. Ich habe den einzigen Spider-Zombie weggezogen. Flecki, danke für deinen Base. Follow. Ja. Spider-Zombie von der Base weggezogen und ich hatte eine Waffe gefunden, eine 9mm. Ah, wie geil. Okay. Und da waren 23 Schuss drin und die habe ich komplett in den Spider-Zombie reingejagt. War er dann tot oder lebt er noch? Nein, der hat immer noch gelebt und hat noch mindestens 3 Pfeile gefressen. Okay. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, hier bleibst du nicht auf der Holzhütte. Okay. Und habe am letzten Tag, am Hordentag, das Weite gesucht. Und ach. hab dann Fußmarsch, so, naja, in-game vielleicht 20 Minuten, hab ich eine Tankstelle gefunden, die mit so einem Hotel verbunden war. Okay. Und hab dann da eine Verbindung gemacht zwischen Tankstelle und Hotel, mit Spikes ausgelegt, Fässer an die Autos gehängt und dann eben dort überlebt, zum Glück. Okay, also war es gut überlebt oder war es alles grenzwertig? Die Horde war eigentlich 10 Zombies vielleicht. Das war ganz easy. Okay, da war also jetzt keine große Gefahr. Nee. Ja, okay. Wunderbar. Wie war es für dich gewesen, das Hardcore-Event? Ich habe ein paar Mal im Chat auch gesagt, so eine Spannung hast du im normalen Alltag nicht. Was du hier erlebst innerhalb von
diesen paar Stunden. Da bin ich ja noch ein paar Mal rausgeflogen. Ja, und, du hattest Schwierigkeiten, ne? Ja, ja. Aber es ging im Endeffekt. Also, okay. Ich bin immer wieder reingekommen und dann lief es eine Weile wieder und dann konnte ich wieder nicht looten. Also er konnte die Container nicht öffnen teilweise. Okay. Mhm. Und das war so herbe geht. Also hat alles funktioniert. Wunderbar. Ja, dann hoffe ich, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Auf jeden Fall wieder und dabei. Und nochmal danke, Mac, dass du mir verraten hast oder allen verraten hast, wo du warst, weil du hast mit allen deine Hütte geteilt. Nee. Nee. Ja, so, doch. So, doch. Sorry. Doch. Genau das war ein Fake. Ah ja. Ich habe irgendwo einen Punkt gesetzt. Dazugelernt. Sehr schön. Ja, genau. Ja, gut. Und einfach mal einen eingeteilt. Ist jemand hingerannt? Das würde mich interessieren. Da habe ich gedacht, du hättest Vertrauen in mich als. Okay, gut zu wissen. Und ich sag, okay, jetzt kommt die Wahrheit raus. Wo sieht man denn, wer das geteilt hat? Das habe ich nicht gefunden. Keine wer Ahnung. Das teilt, das weiß ich nicht. Das siehst du immer nur am Anfang, wenn das kommt. Ja, das siehst du später nicht mehr, ne. Okay. Ich habe mich gerade gewundert, woher du das weißt, dass ich da was geteilt habe. Ich habe mir das abgespeichert. Ich wollte dich noch besuchen kommen, aber das war zu weit. Ja, schön. Okay, damit komme ich zum nächsten, der sich eben auch schon gemeldet hat. Perlaine! Ja, hallo. Glückwunsch zum Überleben. Schon wieder Dankeschön. Mal. Dankeschön. Ja, einfach nicht tot zu kriegen. Nee, einfach nicht. Wo bist du gespawnt? Was war der Beginn? Ja, grünes Biom war sehr angenehm, schöne Seenlandschaft. Okay. Oben auf dem Hügel an der Straße. Sehr malerisch, ja. Mhm. Habt gesehen, Patsch, direkt vor der, ja, vor mir Arise Stadt. Also. Oh. Das war natürlich dann. Zerstört oder normale? Nee, die normale. Ach, ein Geschenk, oder? Das war natürlich dann ein super Geschenk, aber ich muss sagen, das war verdammt schwer. Gerade am Anfang, weil ich wollte natürlich in der Stadt Fuß fassen. Mhm. Aber wenn du da aber dann mit 20 Pfeilen gegen ungefähr die gleiche Anzahl Zombies. Nee, keine Chance. Da bin ich dann immer zwischen den Häusern hin und her. In jedem, den ich mich versucht habe einzunisten, wurde ich praktisch sofort umzingelt von Dutzend Zombies. Musste wieder raus ins nächste. Mhm. Wie ich sie irgendwann mal weggezogen habe, das war schon Abend geworden. Da habe ich mir dann ein Steinhaus gesucht und bin dann da rein. Ja. Okay. Wolltest du wohl Lone Wolf machen oder hast du Freunde getrackt? Ich hatte getrackt, ich habe auch die Stadt geteilt, aber ich wollte natürlich dann selbst da nicht mehr weg, weil das war eigentlich ideal, da war eigentlich alles gewesen. Also. Hattest du Partner oder bliebst du allein? Nee, ich blieb allein. Ich habe gesehen, ich glaube, Freigron und waren relativ nah bei mir. Mhm. Ah ja, du warst direkter Nachbar, ja. 300 ja, Meter. Du bist uns auf dem Kopf rum. Wir waren nämlich in dem Berg unter dir. Im Berg? Ja, ich hab schon gesehen, da ging es dann die Klippe steil runter. Ja, genau, da waren wir. Alles klar. Ja, also wie gesagt, es waren praktisch meine Nachbarn. Aber ich blieb dann eben oben in der Stadt, hab gewartet, ob vielleicht jemand kommt, aber. Okay. Nö. Ich hab dich sogar gehört, ich wusste aber nicht, ob du Freund oder Feind bist, deswegen habe ich dich mal in Ruhe gelassen. Ich war mir auch relativ unsicher. Ich habe also. Ja. Kann ich dir sagen, weil ich hatte da nämlich, da ging mir nämlich der Arsch mal ganz kurz auf Grundeis. Okay. Ja, nee, ich war also auch seitdem sehr misstrauisch, seit dem letzten Mal. Seit dem letzten Mal? Was soll das heißen? Seit Asrak da ausgepackt hat. Komm. Hat auch wieder eine Freundschaftsanfrage bekommen, außer Asrak. Nee, echt? Oh, du Pisser. Echt, das ist so ein Arsch. Ich war mir nicht sicher, ob ich dir tragen kann. Ja, komm. Diesmal habe ich keinen umgelegt. Ich nicht. Diesmal ich. Weiß schon, nächstes Mal ist wieder soweit. Nein, es gab ja diesmal mindestens, ja, also zwei Killer haben zugeschlagen, sage ich mal. Mhm. Andere kamen nicht zum Zuge, sind selber gestorben. Aber so ist es nun mal. Das ist das Hardcore-Event. Ja, gut, zur Horde. Ich habe also diesmal keine Verteidigung gebaut, da war einfach keine Zeit für. Ah, okay. Und habe stattdessen Minenschacht nach unten, so tief wie es geht. Da erstmal ausgesessen. Den Maulwurf gemacht, okay. Bin dann raus und wäre dann da fast noch verreckt, weil. ich weiß nicht, ich bin rausgekommen, die müssen sich irgendwie hochgestapelt haben, haben mir unter den Füßen die Balustrade weggeschlagen, ich bin runtergefallen und da war dann noch ein Footballspieler dabei. Oh, der rennt. Ja, Alter, ist der schnell. Da ging mir dann aber die Pumpe. Der hat mich durch die ganze Scheißstadt gejagt. Das ist so. Ich habe zwei Magazine 9mm rein, das war alles, was ich hatte. Der Rest war im Inventar, ich kam nicht ran, weil der so schnell war. Alles klar, konntest ja nicht mal stehen bleiben, ins Inventar gehen, nein, ne? Nein, eben nicht. Nur noch laufen und Scheiße schreien, ja? Also das war der engste Moment. Der okay, ging, der wie hat es dir gefallen, das Event? Willkommen gewesen. Ja, sehr schön.
klasse wie jedes Mal. Also okay. Kann nicht besser. Also super, bin nächstes Mal wieder mit dabei, freue mich drauf. Ja, super. Rachani ist der Nächste im Bunde. Glückwunsch zum Überleben. Wo war dein Spawn? Ja, danke. Stippe war mit den gelben Pflanzen, ne? Also was Wüste... Genau, wenn da keine Aloe Vera wächst, dann ist es noch Steppe. Dann war ich in der Steppe. Mhm. War so wie immer am Anfang extrem aufgeregt, war erstmal völlig nervös, hab mich selber dann beruhigt und quasi angefangen... erstmal angetrunken! getrunken nicht. hab gleich intravenös, weißt du, gleich reingezogen. Mhm. Nein. Hab dann erstmal angefangen zu gucken, wo kannst du jetzt hin? Hab dann angefangen Gabriel zu tracken, hab dann Julchen noch getrackt. Und dann war Julchen 1,3 Kilometer von mir entfernt und bin dann so langsam in Richtung zu ihr. Und hab vorher noch so versucht, so ein, zwei Häuser zu looten. Das hat auch ganz alles ganz gut funktioniert. Okay. Die Aufgabenverteilung war auch sehr interessant. Normalerweise sollte man ja alles so ein bisschen erarbeiten. Und wir haben uns versucht, so ein bisschen zu spezialisieren. Also es durfte keiner sterben so richtig. War ja sowieso der Plan und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ich hab's für dich zumindest, genau. Ja. Ja. Tja, Julchen. Ja. Julchen war bestimmt müde. Also, ja, wahrscheinlich lag's daran, genau. Nein, hatte, glaube ich, sogar die erste Stunde schon eine Schematik für die Schrotflinte gefunden und dachte, ja, geil, so kann ein Hardcore-Event anfangen, jetzt brauchst du bloß noch die Teile. Nicht gefunden. Ja. Keine Chance gehabt. Das ist der Unterschied. Also ich habe alle Teile gefunden, außer am Ende das Rohr quasi. Okay. Der Lauf. Rohr. Hm. Genau, der Lauf. Bin deswegen ja quasi regelmäßig mal in die Stadt gegangen und hab geguckt. Tag 5 war, glaube ich, so der spannendste Tag. Da war dann vorm Haus 10, 15 Zombies und hab dann überall Spikes an den Türen gesetzt und die haben es dann irgendwie geschafft, quasi dann die Spikes durchzubrechen und dann bin ich durchs Fenster abgehauen am Ende. Also es war dann so, da war, glaube ich, der Puls 180, 190. Okay, das heißt, du musstest deine Behausung aufgeben dann. Na, ich war ja quasi mit Gabriel und Vergon, war ich ja in Berg drinne und wir sind ja quasi immer nur, oder ich bin ja quasi dann immer nur hoch dann in der Stadt mal gucken. Und da habe ich dann ja auch Palen gehört, er hat irgendwie was gesagt und ich habe das gehört. Ich war ganz verwundert, dass irgendeiner mit mir spricht. Hab in dem Falle nicht drauf reagiert, weil sowieso unter Strom und jetzt weißt du nicht, schießt er gleich, wenn er einen sieht. Hätte für ihn in dem Falle auch schief gehen können, weil extrem viele Zombies in dem Falle waren. Und hab mich dann so schnell wie möglich dann verdünnisiert aus der Stadt. Okay. Und bin dann nochmal Tag 7 hoch und hab dann nochmal geguckt, war auch dann schon wieder kurz vor knapp, war Zeit, dass ich nach Hause komme. Und dann haben wir uns eigentlich, wir haben uns eine Festung in dem Sinne gebaut und haben versucht dann da alles dicht zu machen. Von der Horde her, Gott sei Dank waren wir im Berg, also Polizisten, habe ich mindestens 2 oder 3 gehört und das wäre ganz lustig gewesen mit einer Pistole und die war fast dann kaputt, nachdem ich dann 40 Mal geschossen habe. Okay. Um 11.30 Uhr haben wir gesagt, komm, jetzt gehen wir raus und jetzt schießen wir mal ein bisschen, die muss ja noch entjungfert werden, die Knarre. Und dann also ging. Ja, es war dann, also die Horde hatten wir ja in dem Sinne ja nicht mitbekommen, weil wir es ja ausgeharrt haben. Ja, das haben viele in diesem Event, ja. Der Titel, der hat echt so ein bisschen, da hat man dann gleich gesagt, alles klar, wir gehen auf 100% sicher. Ab auf 1000 Nationen! Okay, super, okay. Wie fandst du das Event als solches? Es ist geil, es Herzklopfen. Bis zum Anschlag. Okay. Ich habe immer noch nasse Pfoten. Das geht ja nicht. Ihr kriegt das ja nicht mehr runter. Okay. Psychocore, danke für den Follow. Ja, es macht einfach nur Spaß. Super. Es ist geil. Okay, dann komme ich gleich zum nächsten. Vielen Dank. Schnitzel, grüß dich und Glückwunsch. Ja, danke schön. Wie war dein Spawn gewesen? Eigentlich relativ gut. Also, es war Laubwald. Ja, okay. Gleich nebenan Wüste. Schnee war nicht allzu weit. Also ich konnte es mir raussuchen. Okay. Was hast du genommen?
Ich bin dann erstmal Laubwald geblieben. Okay. Und wollte mir eigentlich so ein kleines Hütchen nehmen. Mhm. Bloß aus dem einen Zombie, der da war, wurden dann 2, dann 3, dann 4, dann 5 und auf einmal waren es 6, 7. Okay. Und da habe ich mir gedacht, okay, leck mich am Arsch, ich mach mich ab. Okay. Und dann bin ich doch wieder auf die gleiche Schiene gegangen wie beim letzten Hardcore-Event. Ich habe mir erstmal Catbox gebastelt, habe mich auf einen Baum hochgebaut. Ah, das Holzkohl- Eichhörnchen. Irgendeiner ist doch immer das Eichhörnchen. Ja, super. Ein paar Nüsschen verteilt da oben. Für die erste Nacht. Okay. Nur dafür. Ja. Also so war der Plan. Mhm. Ja gut, und dann am zweiten Tag bin ich mal ab durch die Wüste. Mhm. Dann bin ich eben auf die Stadt getroffen, die Chamber schon erwähnt hat. Mhm. Hab mich da ein bisschen umgeschaut erstmal. Dann hatte ich so ein schönes Häuschen gefunden, was du des Öfteren auch nutzt. Da wollte ich mich auch niederlassen. Okay. Kurz eine Chest reingestellt, ausgemüllt und wolle los. Ja, und dann war Chamba auf einmal da. Okay. War ganz lustig. Ich wusste nicht, ob ich ihn trauen kann, weil er hat eine Pistole im Anschlag. Tja. Na gut, dann haben wir erst ein bisschen gequatscht, wie er schon erzählt hat. Und dann sind wir zusammen looten gegangen. Mhm. Und dann habe ich... Cracker Book waren wir ja gewesen. Ah, okay. Haben durchgeloopt. Ja. Ja, genau. Und ich bin dann mal in Richtung sanitäre Anlagen und in beiden Toiletten einfach mal eine Pistole drin. Oh, wie geil. Das habe ich ihm natürlich nicht erzählt, weil ich mir gedacht habe, das ist mein Faustpfand, wenn er mir das an die Wäsche will. Faustpfand, wenn er anfängt, schieße ich zurück. Wenn er mir an die Wäsche will, dann gebe ich erstmal Ruhe. Weil Chad hat es gewusst, ich habe auch gesagt, ich sage mir davon erstmal nichts. Ja. Und dann später dann... Ich hab ein bisschen gedauert, bis ich ihm wirklich zu 100% vertraut habe. Und ich glaube, das war aber gegenseitig so irgendwo noch. Okay. Oh, schwere Vertrauenskrise hier im Team. Okay. Hast du mitbekommen, dass es Killer gab? Hast du die Toten gesehen, die hingerichtet wurden? Die hingerichtet wurden. Jetzt direkt bei der Hinrichtung war ich nicht dabei. Nein, aber hast du es gelesen? Hast du mitbekommen, dass es Killer gab, ja? Davon bin ich auch wieder ausgegangen, ehrlich gesagt. Okay. Und genau deswegen auch ein bisschen das Misstrauen. Okay. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch Palains Anfrage nicht angenommen, weil für mich war eigentlich so der Plan, ich werde das mal als Lone Wolf losziehen, weil das mit der großen Gruppe ging ja beim letzten Mal gründlich in die Hose. Okay. Und deswegen war der Plan, ich ziehe alleine los, Ausnahme, ich treffe jemanden, dem ich vertraue, vielleicht vertraue. Nach ein paar Tagen. Dann würde ich mich auch auf eine Kooperation einlassen. Wie war die Kooperation? Ich stelle mir das schwierig vor, mit wenig Vertrauen. Also, geh du vor. Nee, nach dir. Ah, nee. das war überhaupt nicht der Fall. War gut. Es war dann nur so manche Dinge dann, hat man dann schon einmal aufgepasst. In dem Moment hat das Vertrauen bei mir zumindest einen kurzen Knacks bekommen, als der eine, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber Taku, glaube ich, jemanden getötet hat. Ja, genau. Und ich? Nee. Da war ich dann, das war so ein Punkt, vor allem, weil im nächsten Moment Chamba mit der Pistole in der Hand um die Ecke kam. da war dann so ein Moment, wo ich wieder dachte, okay, nimmst mal die Pistole in die Hand. Okay. Aber es hat sich dann recht schnell gelegt. Ja, und dann haben wir fleißig gefarmt und Cobblestones nochmal. Wir sind an dem Raketensilo in dem einen Bunker, der direkt an der Ecke ist. Mhm. Den haben wir uns vorbereitet. Spikes da innen und außen rumgesetzt, auch an die Wand nochmal hin. Und nach oben hin nochmal eine Hedge gesetzt, dass wir raus können und so weiter und so fort. Ja, ja. Und hatten dann eigentlich für den nächsten Tag geplant, dass wir noch einen Zaun setzen und nochmal ein paar Spikes und was weiß ich, was denn doch alles. Dackeldraht. Dacheldraht, genau. Und dann auf einmal war der Sonnenuntergang gewesen und da sagt Chamba so, ey, sag mal, ist schon Blutmond? Sag ich, nee, das ist der Sonnenuntergang. Und auf einmal haben wir angefangen zu rechnen und da frage ich auch so im Chat, sag ich, haben wir jetzt schon Horde? Und dann schreibt Run bei mir rein, Tag 98 ist Horde, aber richtig groß schreibt das rein. Denke, oh Gott. Und ich bloß so hingegen gesagt, Chamba, es ist Horde. Und dann ging es schon los. Und da war vorher hatten wir ja noch den Punkt, also ständig schreit Tussis ab einem gewissen Grad. Ja. Immer zwei. Samantha kam immer als Zwilling. Ja. Und war dann auch nochmal so, wir waren dann looten nach der Horde. Mhm. Dann kamen die auf einmal wieder an. Und Heiko, danke für das Follow. Und dann habe ich beim Looten einen Rocket Launcher noch gefunden. Ah. Und die nächsten 4-5 Samanthas habe ich nur noch mit dem Rocket Launcher weggemacht. Das war mir dann. Ja klar, vollkommen. Ja klar. Unbedingt. Also, wir hatten 5 Rockets mit dabei und dann ist gut. Genau, ab hier braucht man keine Rücksicht mehr zu nehmen. Ja.
Weg. Also da ging es nur noch weg. Bis 12 Uhr irgendwie überleben und fertig aus Ende. Der Rest war mir wurscht. Ja, alles ja. klar. Wie war es für dich gewesen? Wir auch noch beide. Wie war es für dich gewesen, das Event? Am Anfang war es nochmal eine ganz andere Nummer jetzt, weil für mich klar war, ich bleibe alleine erstmal. Das war für mich erstmal so, so bin ich reingegangen. Interessant, das haben viele wollten Lone Wolf machen. Interessant, okay. Ja, und wusste ja auch nicht, was passiert. Ich wusste auch natürlich dieses Mal natürlich wieder nicht, was kommt wirklich auf einen zu. Dann der Titel natürlich noch mit dazu, den du so den ganzen gegeben hast. Weiß man natürlich nicht, was passiert. Ist vielleicht ab einer bestimmten Anzahl von Zombies so, dass auch noch einer rennt oder zwei rennen oder sonst was. Mhm. War dann schon ein bisschen knifflig. Dann hat man vor allem, als ich mit Chamba schon zusammen war, dann in der Stadt, hatte er sich um Spiderschutz gekümmert und ich war eine Ecke weg, habe Steine geklopft und so weiter. Mhm. Ich hatte totale Paranoia. Ich hätte schwören können, ich hätte jemanden springen hören. Oh. Ich hätte schwören, also ich habe totale Paranoia dann gehabt. Ehrlich gesagt, ich habe überall einen Schreier gehört, ich habe überall irgendwen krabbeln gehört und also das hatte ich auch. Das gar nicht. Ich dachte echt an Spieler. Weil ich mir gedacht habe, jetzt bin ich wieder so weit wie beim letzten Mal, wieder einen Tag vor der Horde. Und jetzt noch sterben, kannst du vergessen. Gut, dass das dann schon der Hordentag war. Das hat sich dann später festgestellt. Okay. Aber das war, also wir sind ja noch fröhlich losgezogen und gesagt, ach, jetzt suchen wir noch ein paar Nester und ein paar Federn, machen noch ein bisschen Holz, holen noch ein Clay für Cobblestones, weil wir dann die Mauer aufgedoppelt hatten im Innenbereich und lauter solche Sachen. Das kann nicht sein. Auf einmal kommt die Horde da um die Ecke. Mit wie vielen wart ihr dann? Am Hortag? Zu zweit, okay. Wir waren zu zweit. Okay, ja. Okay. Noch, also wir waren zu zweit. Mhm. Wir hatten sogar noch Besuch bekommen von Ach ja, stimmt, Mundrop. Mundi. Wir hatten Mundi in der Stadt getroffen, hatten wir gesehen. Und der war dann auf dem Hotel, hat dann... Wir hatten noch nichts gemacht gehabt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann stand Mundi auf dem Hotel oben und wir waren auf der Straße. Und auf einmal höre ich nur noch, wie neben uns Pfeile einschlagen. Okay. Und da hat er vom Hotel aus mit Pfeil und Bogen auf uns geschossen. Okay. Ja, und dann war es aber schon relativ spät, dass wir dann gegen 21, 30 gesagt haben, okay, Rückzug, der geht jetzt auch nicht aus dem Hotel raus. Mhm. Und dann gucken wir mal. Problem war nur, bis wir dann dort waren, war er weg und kurz danach ist er dann auch gestorben. Ja. Und ich hatte dann noch das Problem dazu am Hotel, ich hatte komplette Map-Fehler, ich musste dann einen Relog noch machen. Ah ja, okay. Also ich konnte dann nicht mehr über die Straße, war einmal quer durch die ganze Stadt, war die Map weg. Ah, ja, okay. Dann ausloggen, einloggen, fertig. Ja, genau. Da habe ich erstmal Woodframes schön an jedes Eck, da habe ich gesagt, nee, das kannst du vergessen. Darf ich einmal nur quer durch die Stadt, das ist Käse. Okay, super. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Sebab, Glückwunsch. Mein Lieber. Danke. Wie war, wie war dein Spawn gewesen? Ja, der war eigentlich ganz angenehm. Ich bin im Nahtenwald gespawnt und hatte so einen Blick auf die Wüste. Mhm. Ja, und bin dann aber dummerweise irgendwie abgelenkt gewesen, als der Guzman in den Chat geschrieben hat, laufen. Bin dann auch echt wirklich spät, also ich glaube, es war schon 11 oder so, wo ich mich dann das erste Mal bewegt habe. Okay. Nachdem ich beim Guzman nochmal im TS war. Mhm. Ja, und bin dann halt so ein bisschen an dieser Wüste entlang, habe mich da so entlang bewegt und immer schön Rohstoffe gesammelt. Und dann habe ich auch schon so ein Häuschen im Wüstenbereich gesehen, mit Steinmauer und so einem Überstand oben. Und habe dann aber gedacht, so ja, ne, das ist jetzt nicht mehr genug Zeit und wollte dann erstmal nur gucken, dass ich mir irgendwie was für die Nacht schnell hochbaue. Und bin dann noch ein Stück auf den Berg hoch, um dann auch wieder Aussicht zu bekommen. Ja. Hab dann da die Nacht verbracht und am nächsten Tag dann nochmal in der Gegend rumgeguckt, bin an dem Häuschen vorbei und hab dann eine Frauenstimme gehört, das war die Genie. Und ja, dann die zweite Stimme war dann die von Asrak und da war ich dann erstmal im Überlegen. Soll das heißen? Vorsichtig vielleicht. ja, und dann habe ich aber noch gedacht, okay, nee, komm, war dann noch jemand anders auch da und dann habe ich gedacht, okay, ist jetzt eine größere Gruppe, dann werde ich mich da einfach mal versuchen anzuschließen. Das hat dann ja auch ganz gut geklappt. Ja. Wie war das Event für dich zum Erleben? Ja, war ganz gut. Also das, was dann später noch kam, war, also der Chris war ja auch mit in der Gruppe und er hatte dann ja irgendwie zwischendurch dann auch einen anderen Spieler getötet. Da, was ich dann nur so halb mitbekommen habe. Ja, und dann war dann halt eine Situation, wo
der Chris auf mich geschossen hat, weil er mich wohl irgendwie... Ja, das war ja jetzt nicht böse gemeint. Und ich war dann sehr misstrauisch, hab ihn dann erstmal irgendwie umgangen und versucht, wie zum Haus zurückzukommen. Weil ich gedacht habe, der Chris wollte so nach und nach uns einzeln umbringen oder so. Das hat sich aber dann ja doch aufgeklärt. Ja, genau. Also es ist halt wirklich das Problem, wenn du von Weitem sozusagen jemanden siehst und du kriegst da keine Kennung und du versäumst es auf die Karte zu gucken, ob der eine Markierung hat, ob du den befreundet hast, dann kann es halt mal sein, dass man sich ein paar Kugeln einfängt. Hast es ja überlebt, ich sag mal, war ja gut, kleiner Hase, schlägt schnelle Haken, passt doch. Hat ja gepasst. Das ist halt das Problem, wenn man sich einen Frame-Turm baut. Ja. Ja, ich wollte halt irgendwie Ausschau halten. Hast das jetzt so da habe ich ja auch dann diesen Bunker entdeckt. Und ach ja, genau. Und dann wollte ich den Taku noch fragen, ob er uns eigentlich gehört hat, wie wir uns unterhalten haben, als wir bei ihm im Hotel waren. Ja, habe ich euch gehört. Ich habe euch gehört. Ich habe auch schon gehört, wie ihr gekommen seid. Mich hat es ungefähr gerissen. Zu dir komme ich gleich noch, Taku. Ja. Das hören wir gleich noch an. Ja, gut, ich wollte nur wissen, ob er irgendwas gehört hat oder nicht so, weil das war's eigentlich. Okay, wie empfandest du das Hardcore-Event? Wie war es für dich? War ganz angenehm. Diesmal bin ich ja nicht direkt in der zweiten Nacht gestorben. Da hatte ich ja damals ein bisschen abgelenkt bei der letzten Runde und habe das nicht überlebt. Und ja, das war ganz gut, auch in dieser kleineren Gruppe. Also wir waren dann ja zu fünf, meine ich, glaube ich, genau. Und das war gerade so die Größe. Also viel mehr hätten es jetzt nicht sein dürfen. War so eine Größe, wo man sich so ein bisschen aufteilen kann. Das war ganz gut. Kamst du mit der Aufteilung klar, dass wir gesagt haben, keiner geht allein, immer eine Gruppe bilden und so weiter? Es wurden ja viele Ansagen, es wurden ja viele Ansagen gemacht in der Gruppe. War das okay? Das war okay. Ich hatte jetzt nicht jede Ansage so mitbekommen, da ich auch schon ein bisschen außerhalb mal war zwischendurch. Dadurch bin ich dann auch schon mal alleine unterwegs gewesen. Na gut. Aber war eigentlich so in Ordnung. Ich habe mich halt auch immer versucht, dann, wenn ich alleine war, in der Nähe von anderen aufzuhalten, weil es halt einfach... Es ist eine Lebensversicherung, genau. Vor allem in der Nähe von mir. Ja, da war ich ja ein bisschen... Okay, mein Lieber. Dann danke ich dir und wir kommen zum letzten Überlebenden. Taku, Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, und wie war's? Wo bist du gespawnt? Ja, mein Spawn war relativ bescheiden. Also es war genau Grenze zum zerstörten Gebiet, war grünes Gebiet, aber genau zum zerstörten Biom. Und es war wirklich fast einmal außenrum. Also es ging eine Straße noch, die wäre dann in eure Richtung da runtergegangen. Aber ja, dann wurde ich auch getrackt eben von Palladen habe ich dann die Anfrage angenommen. Das waren dann aber 3,2 Kilometer oder sowas. Das war mir dann doch ein Stück zu weit. Ja, das ist weit. Und ich musste quer durch dieses zerstörte Ding, durch dieses zerstörte Biom und da habe ich keine Lust drauf. Keine gute Idee, ja. Ja, und dann erste Nacht einfach nur ein bisschen eingebuddelt und dann eben diese Stadt gefunden mit diesem Hotel und ja, da habe ich mich eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen aufgehalten. Bis dann auf einmal die Stimmen kamen, ey, mich hat es ungefähr gerissen. Ich war schon, war drauf und dran zu sagen, ja gut, kommt eh keiner, spielst du halt hier die Zeit runter. Und dann kamen die drei Jungs da an, dann habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, was ist jetzt los? Hattest du gleich den Eindruck, dass die feindlich waren? Oder gedacht, so cool, es kommen neue Leute? Ja, ich habe erstmal habe ich mir gedacht, sagst du jetzt was oder nicht? Vielleicht gehen sie ja weiter. Und naja, sie sind halt dann durchgekommen, weil sie haben die Workbench gesucht, die bei mir auf dem Dach gestanden ist. Ja. Okay. Das Mono mitnehmen müssen. Verdammt. Nee, die konntet die ihr nicht mehr. Die habe ich in der Tasche gehabt. Und hab halt die ganzen Hatches mit Fässern ausgelegt gehabt und dann, keine Ahnung, die Hatch ist kaputt gegangen und der Pfeil ist aufs Fass geflogen und dann ist halt der erste Tote gewesen. Okay, das heißt, du hast explodierenden Fässern gearbeitet? Ja, ich hab die von der Tankstelle genommen. Ah, okay. Weil die haben ja auch so manche Zombies vom Arsch gehalten, also... Das heißt, du hast mit Explosionen dann auch gearbeitet? Ja. Ja, in dem Moment war dann auch klar, dass wir dich bekämpfen, weil wir waren im ersten Moment eigentlich neutral da angekommen und haben halt gesagt, geguckt, gesucht und gedacht, okay, es meldet sich keiner, ja, mal gucken. Und
Aber da der erste starb, dann war es vorbei. Das war dann die lustige Zeit, weil die ganze Nacht bin ich durch dieses Hotel gerobbt wie ein Blöder. Und dann die ganze Zeit wieder. Ja, du, wir gehen jetzt. Ich bin schon unten. Wir gehen jetzt. Und dann sage ich so zu meinem Chat, sage ich, die sind noch da. Ich weiß es. Dasselbe habe ich zu meinem Chat auch gesagt. Taco, wie war das Event für dich als Erlebnis? Ja, war super geil. Also wir spielen auch selber zu viert so mit jeder ein Leben. Wer stirbt, wird vom Server, das Profil vom Server gelöscht. Du fängst von null an. Und es ist einfach ein ganz anderes Spielen, als wenn du normal spielst. Und so jetzt mit den ganzen Leuten, es hat super Spaß gemacht. Also sobald es irgendwie geht, bin ich wieder dabei. Super, alles klar. Ja, dann fehlt nur noch einer fürs Interview, das bin ich selber. Und da würde ich Guzman bitten, zu übernehmen. Ja, wie war dein Start? Erstmal Dankeschön. Mein Start war eigentlich saugeil. Ich bin in der Wüste rausgekommen, sehe mich um, denk wunderbar. Jetzt wartest du nur noch, bis der Guzman das Startsignal gibt. Hab mich schon mal umgeschaut, hab mal auf die Karte geguckt. Denk ich, ja, pff, egal, nichts zu sehen. Passt. Ich habe mir gleich Yucca geangelt, ich habe mir Aloe Vera gesammelt, hatte auch passend Steine gefunden. Also es war wieder mal ein Traumstart, kann ich nur sagen. Was mir diesmal ein bisschen gefehlt hat, waren Knarren. Ja, ich hatte keine Stadt gehabt. Ich habe viele Leute getrackt. Auch Palen, nicht wahr? Aber die meisten waren ewig. Ich hab halt Angst. Die meisten waren ewig weit weg. Relativ schnell habe ich Genie gefunden, die war relativ nah gewesen. Chris war auch relativ nah. Wir haben uns dann relativ schnell formiert und haben in der Wüste noch ein Haus gesehen. Dann habe ich mir gedacht, das könnte es doch sein. In der Wüste hast du genügend Trinken. Wir könnten auch mit Essen klarkommen. Wir hatten aber echt, ein bisschen, ich würde nicht sagen Versorgungsprobleme, aber es war wenig Wild da. Das war so ein bisschen ein Problem gewesen. Ich hatte dann, ich glaube, am zweiten Tag einen Bunker von einem Spieler gefunden, der gemeint hat, es wäre eine schlaue Idee, sich einzugraben und oben eine Hedge drauf zu machen und die nicht abzuschließen. Also bin ich rein in das Loch und habe dem die Kiste zerschlagen, habe alles rausgenommen, was ich gefunden habe. Es war sogar so viel, dass ich selber noch eine Kiste dort bauen musste. Habe das Essen mitgenommen, ich habe die Kochstelle geplündert, ich habe den Kochtopf genommen, den Grill weggeschmissen, ich habe das Fressen rausgenommen, das Trinken rausgenommen, aus der Forge den Anvil rausgenommen, ich habe alles rausgenommen, was ich noch irgendwie, der hatte Stahl schon gehabt, das alles mitgenommen, der war wahrscheinlich auf Luthor und ich habe seine Bude gerade ausgeräumt, habe den ganzen Scheiß mit dicken Taschen zurückgepackt zu unserem Haus und habe erstmal reingeworfen, da hatten wir auch genügend Fressen. Das war so geil. Und das war der, den Chris später noch umgelegt hat. Zum Abschied hat er noch erschossen. Das fand ich das Geilste. Ich habe ihn die Bude ausgeräumt, zum Schluss mit er noch umgelegt. Er hatte also tatsächlich einen schwarzen Tag quasi. Ja. Ein schwarzes Event. Was will man machen? Wann hattest du, interessiert jeden, wann hattest du deine erste Pistole? Ich hatte ein Scharfschützengewehr, ich hatte keine Pistole. Ja, natürlich. Sorry. Der Chris kam vorbei. Chris kam vorbei und drückt mir die dicke Wumme in die Hand mit genügend 7,62 Schuss und ich so, alles klar, vielen Dank. Und hab dann auf irgendeinen Spieler gelungert, oben auf dem Haus, aber es kam keiner und irgendwann kam Chris wieder so, ja, ich muss mal wild schießen, da haben wir halt getauscht. Ich habe die 9mm genommen und er das Scharfschützengewehr und das waren die Waffen, die wir hatten. Also wir hatten nicht viel. So, ja, weil ich sozusagen. Hatte, irgendwann hatte ich nämlich in deinen Stream reingeguckt und da hast du nämlich 9mm gehabt. Ja, genau. Von daher, genau, da hat man gewechselt. Ah ja, gut, ja. Okay. Ja, die Horde oder die andere Seite der Spielerschaft, also quasi die Gegner, waren es dir genug? Waren es zu wenig? Wir hatten zwischenzeitlich richtig Probleme mit den Schreierinnen. Die haben uns fast die Bude eingerissen. Wir haben Zombiebären gehabt. Wir haben Polizisten gehabt. Wir haben Feral-Zombies gehabt. Wir haben alles gehabt. Wir haben Bienen gehabt, die uns angegriffen haben. Es war alles da gewesen.
Ich bin ganz erstaunt, dass der eine oder andere wenig hatte. Wir hatten alles. Wir hatten in der Hordennacht dann zum Glück nicht mehr das große Problem gehabt. Wir haben zwischendurch Probleme bekommen. Wir haben dann auch dann so gemacht, nach der Horde, nachdem wir sie rum hatten, haben wir gesagt, okay, wir haben einen Mann verloren, den legen wir um. Wir haben uns also gesammelt und sind dann zu Taku, war das dann, denke ich, geschlossen hin. Leider haben wir es von der Zeit her nicht mehr rechtzeitig geschafft. Der eine hat sich noch das Bein auf dem Weg gebrochen und so, und wir mussten immer wieder anhalten mit der Gruppe. Wir wollten den schon aus der Bude rausholen, ne? Gewaltsam, aber es hat nicht mehr von der Zeit gereicht. Ich war da auch gar nicht mehr. Schade, wir wären so gern noch mal vorbeigekommen. Ich war Richtung Süden unterwegs. Ah, okay. Uns war nur klar, da ist das Hotel, da ist der böse Mann und der hat einen Sprengpfeil oder Raketenwerfer, wussten wir nicht. Wir wussten aber, du hast mit Sprengerei zu tun gehabt und wollten noch mal alle persönlich Danke sagen, aber du warst nicht mehr da gewesen. wir haben das Hochhaus gerade gesehen, da war es dann 12 Uhr. Also wir kamen leider ein Stück weit zu spät. Da war dann instant Taku left the game. Ja. Und direkt um 12 Uhr, buff, war er weg. Und ich so, scheiße, weg ist er. Ja, verdammt. Ja. Ich war da schon ewigst weit weg. Also ich bin um 9 Uhr oder so schon losgelaufen in die andere Richtung. Ah, Beine in die Hand genommen. Okay. Ja, mir war irgendwie klar, dass ihr kommt. Ach, verdammt, okay. Wir sind aber auch so berechenbar, das gibt's ja gar nicht. Ja, aber da kam nämlich noch eine Freundschaftsanfrage. Echt? Von wem? Von Chris. Ja, stimmt. Och, Chris, Mensch. Geschickt, aber das war vor der Hordennacht. Vor der Hordennacht. Ja, genau. Ja, es kam eine Freundschaftsanfrage und dann habe ich mir gedacht, so, und auf Wiedersehen. Ja. Scheiße, okay. Also, ich muss sagen, ich fand's gut. Unsere Gruppe hat auch sehr gut gearbeitet. Wir haben auch immer geguckt, dass wir möglichst uns auch aufteilen, was die Sachen war. Einer hat Werkzeuge hergestellt, das war ganz super gewesen. Der nächste hat dann Waffen hergestellt und so. Und ein paar sind loot gegangen, ein paar haben sich um die Bude gekümmert, dass uns keiner beklaut. Und da habe ich dann auch mal Essen gekocht, Gläser hergestellt. Also es war immer einer auch zu Hause gewesen, mindestens einer oder zwei. Oder haben Holz besorgt. Ich habe mit Genie viel, viel Holz besorgt, um Spikes Reihe auszulegen. Das war ganz gut gewesen eigentlich. Wie war der Stresslevel? Also als ich gesehen habe, ich bin in der Wüste, habe ich durchgeatmet. Ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Als wir dann zu zweit und später zu dritt waren, da ging es eigentlich nur noch, wir brauchen ein Haus und dann müssen wir uns organisieren. Das haben wir gemacht und von daher war der Stresslevel jetzt nicht so mega hoch. Ich fand es ganz nett, dass wir auch einen Killer bei uns in der Gruppe hatten. Das war ganz entspannt. Gut, ich hatte vorher das Opfer schon beklaut und ausgeräumt, dass er danach nochmal umgelegt wurde. Pff, okay, gehört wohl zu unserem Stil. Konnte ich jetzt mit leben, ja. Also ich habe Chris jetzt nicht ausgeschimpft oder so. Ja, das ist halt dann so. Das ist das Problem. Wir hatten ja auch davon profitiert, ne? Ja klar, war ja alles super. Ja, sein Kram war unser Kram, ne? Kennt man ja, man teilt gemeinsam. Ja, lieber Asrak, jetzt die letzte Frage, die Guzman mir freundlicherweise überlässt. Würdest du denn noch mal mitspielen beim Event? dieses Event hieß ja die Macht der Horde. Ja, es sollte ja symbolisieren, dass die Schreier sozusagen ausgeschickt werden, die einzelnen verstreuten Menschengruppen ausfindig zu machen und auszuradieren. Das ist die Einleitung für ein neues Hardcore-Event. Dieses Hardcore-Event in dieser Form wird es nicht mehr geben, sondern es beginnt jetzt ein Story-Modus. Und das wird für das nächste Mal der Fall sein. Wir werden starten als gemeinsame große Gruppe, die aus der Stadt geflohen ist, à la Walking Dead. Und damit beginnt unser Marsch. Wir werden uns auch nicht eingraben, sondern wir werden versuchen, einen unterirdischen Bahnhof zu erreichen, der aber weit weg ist. Das wird die Story sein. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, auch auf den Story-Modus, wie der ankommt und wie sich die Gruppe verhalten wird und wie homogen diese Spieler miteinander agieren werden. Da bin ich gespannt. Das heißt, es wird nicht mehr so sein, wie es bisher war bei den Hardcore-Events. Wir betreten da sozusagen wieder Neuland.
Also es wird, um jetzt ihn dran zu hindern, dass er noch mehr spoilert, es wird eine ganze Reihe an Änderungen geben und Zombies haben aber auch noch. Ja, das ist noch nebenbei. Die Apokalypse ist noch oben drauf. Darf ich jetzt mal ins Wort fallen? Ich möchte mich mal hier stellvertretend, ich denke, das für alle, die heute teilgenommen haben, mal ein ganz großes, dickes Lob auch an den Gussmann loswerden. Ja, und natürlich auch an den Astrak. Weil da steckt so viel Arbeit dahinter und Gussmann Hans ist halt immer derjenige, der stirbt und dann halt ja immer über unsere Köpfe hinwegfliegt und uns Angst und Schrecken verbreitet. Dabei ist er echt jemand, der viel, viel Arbeit da reingesetzt hat, genauso wie Astrak. Astrak ist ja jetzt schon dran am Arbeiten für das kommende Event und da muss man echt sagen, Hut ab, das macht tierisch Spaß und ihr macht das richtig gut und ich hoffe, das bleibt auch so. Dankeschön. Deswegen, die Erwartungsstaube ist hoch für das nächste Event. Ja. Und da möchte ich einfach mal Danke sagen und ja. Auch ein großes Danke von mir. Herzchen. Ja, ist schon so. Dankeschön. Muss schon gesagt werden. Ja, und ich möchte noch dranhängen. Vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, uns jetzt im Dezember vor Weihnachten nochmal so ein schönes Geschenk zu machen. Ja. Dass wir nochmal spielen dürfen. Es war außer der Reihe, aber der Andrang ist so immens, das muss ich auch an dieser Stelle sagen. Das Hardcore-Event, wir sind ja jetzt mit 30, das darf man auch nicht vergessen, mit 30 Leuten angetreten. Und trotzdem habe ich noch viele auf der Warteliste und auch viele vertrösten müssen. Aber der Andrang war so groß, dass ich mich habe breitschlagen lassen, jetzt im Dezember noch was zu machen. Normal wäre das im Januar erst gewesen. Dennoch hoffe ich, es hat allen gefallen. Cool. Definitiv. Super. Und zwei Leute haben ja jetzt Platz gemacht für andere. Ja. Genau. Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank an den Stream, vielen Dank an alle Zuschauer, die jetzt noch dran geblieben sind, die Augen noch offen haben. Ja, an alle und alle Teilnehmer. Und ich würde sagen, wir beenden den Stream und können dann nochmal runtergehen auf die anderen Mitspieler, die da unten noch warten und im Stream zuschauen, da können wir noch ein bisschen quatschen. Ja, genau. Möchte an dieser Stelle noch erwähnen, ihr solltet bitte mal so, ich glaube kurz vor dem letzten Tag, also vor der Hordennacht, hatte ich was zu meinem Stream gesagt. Astrak, Genie, Bebopop, es tut mir leid, ich hätte das niemals übers Herzen gebracht, euch kurz nach der Hordennacht zu erledigen. Ich bin ehrlich. Ich hätte es nicht geschafft, ich ehrlich nicht. Das schlechte Gewissen! So sieht's aus! Beim Seba-Papa hatte ich echt so ein ganz richtig schlechtes Gewissen. Aber ach so, nur bei ihm? Alles klar. Ich hätte mich ja fast von selbst erledigt, ja. Ja. Ich muss dazu sagen, wir hatten in unserer Gruppe sogar Wetten laufen, ob eventuell der Astrak kurz vor Schluss doch seine Kollegen alle umbringen würde. Ja, wie schlecht denkt ihr eigentlich von mir? Ich bin total netter Kerl. Ja, ja, genau. Du bist der Lonely Wolf. Alles klar. Okay, ich... Also für den Fall, dass kleine Statistik jemanden noch interessiert, wir hatten insgesamt 1500 Zombies zu Besuch. Ja. Davon sind allerdings einige verpufft, also das heißt, die spawnen dann ja auch irgendwann. Und die Gesamthorde für den Blutmond betrug 130. Naja, davon hat man nicht viel mitbekommen. Hat jeder 10 bekommen? Also bei mir auf jeden Fall. Ist halt so, die sich sozusagen da aus der Affäre gezogen haben, die haben halt auch Zombies gebunden und richtig. Die haben dann sozusagen woanders gefehlt. Ja. Also wie gesagt, unsere Zombies konntest du an zwei Händen abzählen. Also ja, es verteilt sich ja auf die verschiedenen Gruppen. Ja, das ja, es verteilt sich. Ich sage ja, 130 insgesamt, das ist nicht viel. Also ich hätte, ehrlich gesagt, mehr erwartet, aber ich habe es jetzt nachgezählt. Wenn ich richtig gegrabt habe, waren es nur 130. Kann man vielleicht... Bären mit eingerechnet? Die so Bären, ja. So. Ja. Ja. Alle Bären sind auch ganz normale Zombies. Gussmann, vielleicht noch an der Stelle dürft ihr vielleicht auch Zuschauer im Chat und Teilnehmer interessieren. Wie war denn die Serverauslastung jetzt wirklich gewesen? Ja, das würde mich auch interessieren. Also die Prozessorlast hat 50% nur zweimal überschritten. Okay.
Also 50%, da ist noch Platz nach oben. Das ist für mich interessant zu wissen. Mhm. Und was er da gemacht hat, dass er einfach mal sozusagen abgeschmiert ist, das hat er das letzte Mal auch gemacht. Da gibt es keinen Hinweis darauf, was da schief läuft. Da gibt es auch keine Vorwarnung. Also ich sehe da nichts vorher. Mhm. Er kackt dann einfach ab. Was da eine Rolle spielen könnte und nur auf einmal ist dann sozusagen der Prozess weg. Mhm. Es scheint irgendwie ja ein Prüfer zu sein, der überläuft oder sonst irgendein Schrott. Vielleicht auch eine komische Zusammentreffen von Kartenfehlern oder sonst was. Aber auf jeden Fall, da macht er dann den Abgang, vor allen Dingen sehr früh diesmal. Ja. Keine Ahnung, was das ist. Okay, also an der Stelle möchte ich Gussmann natürlich nochmal danken, der hier hervorragende Serverarbeit auch leistet und auch dafür sieht, dafür steht sozusagen, dass wenn der Server mal abrauscht, was er dann wieder mal getan hat, und das lag nicht an dem Server, sondern an Seven Days to Die, dass hier trotzdem der Spielbetrieb ruckzuck wieder angelaufen ist. Ja, ein riesen Dankeschön. Ja, danke. Ja, danke für die Pause, die war echt nötig. Gut, ich würde mich hier kurz im TS muten, verabschiede mich dann von meinem Chat und verende den Stream. Wir sehen uns gleich wieder, gell? Genau. Sound muted, Mikrofon muted. So, ihr Lieben, ihr habt's gehört, ich bedanke mich bei diesem Chat. Sorry, dass ich... Das Problem ist, ich wäre sehr gern auf den Chat mehr eingegangen. Ich war hier sozusagen auf Red Moon so ein bisschen angewiesen, die das übernommen hat. Ich habe hin und wieder mal lesen können in der ruhigen Minute, aber im Hardcore-Event hast du eigentlich keine ruhige Minute. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr alle da wart, dass ihr noch bis zum Ende geblieben seid. Ich verabschiede mich jetzt von euch, wünsche euch noch eine schöne Nacht. Weiterhin viel Spaß auf Twitch und bei anderen Events und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Event wieder. Das wäre sehr spannend. Und ja, sag danke. Macht's gut. Tschüss und gute Nacht. Ach, wartet mal. Vielleicht können wir euch doch mal... Ich schaue erst mal, ob ich nicht irgendwo einen Streamer finde, wo ich euch hinschieben könnte. Wer ist denn noch da? Wer könnte denn noch ein Hallo gebrauchen? Lasst mich doch mal kurz gucken. David Ark, das ist Killing Floor. Schnitzel Chris, das sind alles meine Jungs. Ich schieb euch mal zu SSC drüber und guck mal, ob er einen Host haben möchte. Bestens. Hallo, Leute, und morgen gehe ich nochmal rüber. Metall holen. Okay. Nee, ich will nicht. Ja, Metall, PS4. Metall, Metall. Bei der PS4 würde das auch gar nicht so wiedergeben. Das schafft der PS4 gar nicht. So, dann schieb ich mal euch rüber. Wo ist denn der Vogel? Tolli. Ist das überhaupt noch was? Ja. Achso, der ist in der Base von Berlin. Ja, schick. Ja. Nee, die Waldkarte, die. Kommst du von mir. Aber ihr habt ja nur Fleischfresser, hast du gesagt, ne? Sehr schön. Mhm. Freut mich. Wie geht's dir? Oh. Sie rein gar nichts, Alter. Aber ist okay. Warte mal. Es gibt der Island, dann meinst du bestimmt das Center. Komm ich denn jetzt runter? Es gibt ja noch ganz andere Karten, aber das ist dann eher wohl den PC-Spielern vorbei. Was ist dein Brot, meins? Klappt doch nicht so richtig. Dann schaue ich mal, ob ich das anderweitig machen kann. Alter, Ruprecht, dann machen wir das auf diese Weise. Okay, ja, deine. Mal schauen, ob das klappt. Viel Spaß. Wartet mal ganz kurz. Hört das mit T-Rexen? Ja, machen wir. Das ist schon gut. Viel Spaß. Mit Kanus. Einen kurzen Moment bitte. Kugel noch hochgeschossen? Ja. Na, mal gucken, ob das funktioniert. Oh, scheiße. Hier ist ein Skorpion. Viel Spaß. Ja, ja, mach mal. Ist deine. Okay. Das ist ein Arsch. Ich merk schon. A138. Grüß dich, moin. Ah, es hat noch nicht so. Ich muss da dran rumfummeln. Eigentlich sollte das funktionieren. Erstmal kurz hier ein bisschen chillen, ja. Leute, wo seid denn jetzt überhaupt alle? Die greifen sofort an, oder was, ja?
Ja. Und wir können gleich mal schauen. Vielleicht klappt es jetzt. Also es läuft langsam mit der Plattform hier. Ich habe so einen Dreh raus hier. Das ist ja schade. Nervig, dass dann sie bauen.